Hallöchen und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit Inga Marie Ramke und Julia Schnetzer zusammen auf dem Sofa. Ja, auf der gelben, grauen Couch. Ja. Ja, beige. Ihr seid beide in Bremen. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, aber du Ja, bist Bremen nicht ist mehr neidisch, schön. wenn du merkst, dass ich überhaupt nichts mehr sagen kann, weil ich mich doppelt höre. Na. Ja, wir hatten ein kleines technisches Problem. Also, der. Nee, wir hatten nicht, wir haben. Wir haben. Ja, oder wir müssen es ohne Kopfhörer versuchen. Können wir das einmal Ja, ausprobieren? probier. Probier Ich kann nochmal. nämlich nichts, als ich muss sonst mit dir den Kopfhörer tauschen, wenn ich was erzähle, sonst ich werde irre. Ja, Nee, dann nee, das probieren wir ist es nicht ohne. gut. Also, wenn du andere nicht hörst, das ist ja vollkommen der Quatsch. So. Wie So, geht's jetzt? Hallöchen, wenn ich was sage. Ich höre dich. Ja, das ist Ja, super. die Frage ist, ob auch André quasi gekoppelt wird Nee, hier oder so. ich hör mich nicht doppelt bei euch. Ist alles gut. Okay, gut. Gut, sonst reden wir heute auch nur die ganze Zeit. Das geht ja auch. Wir sind ja zu zweit. Gut, ey, schon wieder zu Konrad Elektronik gefahren. Das war sowieso komplex, diesen Splitter zu kriegen. Diesen tollen Audiosplitter, der nicht funktioniert. Ja, man hätte irgendwie nicht gedacht, dass wir streamen zusammen an einem Ort, dass das so ein technisches Problem wird. Prost. Ja, Prost. Prost. Wir trinken auf jeden Fall guten Weißwein Ja. von Julias Vater und haben Kohlrabi und Käse Ja, aber da. den Kohlrabi können wir jetzt nicht mehr essen. Das knackt zu laut. Doch, könnt ihr. So doll Der knackt es muss jetzt auch nicht. Man hört es ein bisschen. Aber wir sind doch Mmh. hier unter uns, oder? Stimmt, es sind ja nur ein paar Ja, aber Leute vielleicht da. nervt es. Aber hier, ich muss noch, Gurier-Sheep hat geschrieben, schöne Grüße von seiner Tochter. Zurück. Hallo Tochter von Gurier-Sheep. Ich bin nicht Julia, aber Genau. das ist wir. Hallo zurück. Es sind ganz schön viele Leute da. Ja, hat er schon geantwortet. Kohlrabi ist Liebe, steht im Chat. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben worden. Aber es ist lecker. Nee, ich finde es auch gut. Vor allem hast du es so schön fein geschnitten. Damit Damit es macht. nicht so knackt. Yes. Aber ich glaube, es knackt trotzdem voll laut, ne? Wir sind in der Kochsendung. Ja. Fossi ist auch da. Hi. Schönen Hallo. guten Holt Abend, euch Fossi. alle Kohlrabi. Wir machen jetzt Werbung für Kohlrabi. Der Landfrauenverband Bremen. Ist gerade in Saison, glaube ich. André, wie Immer. geht's denn dir, du alleine am anderen Ende der Welt? Tja, ich allein. Ganz gut. Ganz gut. Ja. Bisschen viel zu tun, aber das ist schön. Irgendwie auch. Habe einen schönen langen Spaziergang heute Nachmittag mit dem Hund gemacht. Wehe, du zeigst den Hund. Ich zeige den Hund nicht. Er ist unten, er schläft auf seinem Sessel. Ich müsste ihn erst holen, müsste ihn aufwecken. Das kann man ihm ja nicht antun. Bin beruhigt. Nein, ich zeige ihn jetzt nicht. Keine Sorge. Nein! Dieser fragende Blick, den du da machst, das irritiert mich ein Ich habe nur bisschen. geguckt, aber ja, die Kamera ist noch angeschlossen. Ich könnte auf sein Körbchen umschalten, aber das ist gerade leer. Oh, die Dogwatch Ja, Cam. genau, die Ja. Aber Schnubbi-Cam. sonst ist er nie da. Hat er überhaupt einen Hund? Er hat gar keinen Hund. Ich habe gar keinen Er Hund, hat nur genau. Bilder. Mir fällt ja auch mal auf, ich sollte vielleicht das Mikrofon nehmen, damit die Leute mich draußen auch verstehen, ne? Ja. Oh Läuft heute, ey. Gott! Ja, wir sind also Mikroprofis, kann man sagen. Selten so viel Spaß mit Mikrofonen gehabt. Richtig gut. Habt ihr mich denn wenigstens verstanden ganz am Anfang? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Also, wir haben mit dir geredet, oder so haben wir dich verstanden. Ja, Ja. nee, ich meine Oder den wir Chat. haben. Ach so. Wird richtig gut heute, glaube ich. Ja, es wird Ah, super. nee, hier ist schon, wir haben nicht in den Chat geguckt, aber heute ohne Mikro, wenn André jetzt noch sein Tonproblem beseitigt, wäre alles perfekt. Nee. Anscheinend hat man dich nicht gehört. Ja, Ah, Leute, kommt doch schön. einfach alle bei uns auf Discord vorbei. Machen wir das. Nee, Ja. Ja, wir Genau, haben tolle Sachen wir machen den vorbereitet. Raum einfach auf und dann. Ja, für Oh, alle. und Gurier Schieb hat geschrieben, dass er seine Tochter gleich mal in den Rechner holt. Ja. Ist ja auch so viel los im Chat. So schnell kann ich das ja nicht mitlesen, Vor allem für eine ey. Brille. Damit, ne, die brauche ich ja nicht. Das ist ja nah genug. Ach so. Ja, Na, für wenn mich wäre es das da nicht ist. nah genug. Also, ne, ich bin nicht so blind, aber da ist es schwierig.
Wir sind so mega ausgestattet. Ich habe meinen Computer hier. Julia hat ihr iPad hier. Eigentlich gucken wir euch auch gar nicht an. Wir gucken die ganze Zeit nur auf unsere Devices und hoffen, dass hier niemand Porno streamt in der WG, weil dann ist absoluter Super-GAU. Dann geht hier gar nichts mehr. Also, falls wir irgendwie einfrieren, das liegt nur an den Mitbewohnern, nicht daran, dass wir schon drei Geräte angeschlossen Ich haben. glaube, es ist kaum jemand da. Aber dein André ist doch da. Der sitzt auch am Handy. Der zockt vielleicht. Ja. Wie kommt's, dass ihr beide in Bremen seid? Also ich meine, Julia wohnt da, aber. Ich habe morgen einen Auftritt in Delmenhorst oder zwei von einer Lehrerin, die ist super nett. Die hat mich angeschrieben und meinte, dass ich, ob ich mich an sie erinnere, vielleicht nicht. Ich hätte meine Lesung vor 4 Jahren gemacht und sie sei mittlerweile nicht mehr in Hamburg, sondern in Bremen, ob ich auch nach Bremen fahren würde. Also beziehungsweise nach Delmenhorst. Und dann dachte ich mir, ja, wie geil. Natürlich, dann kann ich ja direkt bei Julia übernachten. Und so passt das alles. Es ist zeitlich perfekt. Ich werde morgen von einem Hausmeister abgeholt am Bahnhof in Delmenhorst und hoffe, dass der netter ist als der Hausmeister, den ich letzte Woche, also den ich diese Woche kennengelernt habe. Ich habe mich nämlich mit Hausmeistern angelegt, nur mit zweien. Also mit einem richtig und mit der Hausmeisterin nur so mittel. Okay, ja, in Abstufung. Waren das zwei unterschiedliche Hausmeister, also Hausmeister und Hausmeisterin, oder war das ein Das ist Hausmeisterinnenpaar? nee, es war ein Mann und eine Frau und sie arbeiten nur zusammen und sie arbeiten gerne ganz entspannt, vor allem dann, wenn etwa 60 Kinder gleichzeitig um 10 vor 9 die Turnhalle stürmen und sie seit einer halben Stunde wissen, dass ich Gaffer-Tape brauche und ich mal bitte keinen Stress machen soll. Sie werden es besorgen und dann machen wir das mit der Leinwand. Also gegen 9 war dann die Leinwand da, nachdem die Kinder 10 Minuten da saßen und ich sagte, ja, wir reden jetzt einfach erstmal so, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Gut, dann machen wir das mal ohne Leinwand. Oh Und Mann. dann kamen sie zu zweit und bauten die Leinwand im Hintergrund auf. Na gut, dass du so viel Puppenzeug und so immer dabei hast, dass du wenigstens noch irgendwie Ja, die beschäftigen kannst. wir haben schon mal geübt. Es ging um Reisen. Aber ansonsten war es richtig cool. Ja. Schön. Schön. Ja, also ich hatte eine sehr schöne Woche. Ich hoffe, bei euch war es ebenso schön. Ich kann mich nicht erinnern. Das Wetter war schön. Was war da los in München? Ich weiß, es passiert nicht so viel. Es ist seit Corona, Alter. Die Zeit ist doch immer alles irgendwie das Gleiche. Jedes Mal. Nee, Nee? nein. Dann komm mal nach Hamburg, dann merkst du, dass nicht Oh, jeden Tag das Gleiche ich war ist. letzte Woche in Hamburg. Nicht letzte, vorletzte Woche. Weil wir den Ah Podcast ja, du hast aufnehmen. sie auch genommen, ja. Wie war Ja. das denn? Neue Folgen, ne? Ja. Ja. Aber war schon die zweite Runde. Also alles gut. Sag mal, du als Biologin, wie war das denn so in Hamburg? Ja, und dann bin ich nach Berlin gefahren. In Berlin. Hm. Dann bin ich wieder nach Bremen gefahren. Dann war Also ich in Bremen. ist immer was passiert. Waren in den Ja. Zügen immer Wi-Fi und du konntest auch gut Ja, war arbeiten? super. Und mir ist aufgefallen, ist euch das vielleicht auch schon aufgefallen, als ich im Zug saß, ich habe so rausgeguckt und dann war da irgendwie eine Wiese und da waren richtig viele Maulwurfvögel. Und dann dachte ich mir so, ah krass, Maulwurfvögel habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die gibt es nicht mehr so viel. Und dann waren wir gestern spazieren hier am Werdersee und da sind halt so Wiesen, wo man immer beim Schwimmen und so ist. Und alles voll mit Maulwurfvögeln. Und normalerweise ist ja nie irgendwas. Und ich glaube, die Maulwürfe sind zurück. Geht Moles are richtig back ab, in ja. Town. Die Maulwürfe sind zurück. Ich habe Ja, das keine hatte ich Ahnung. auch schon. Ich habe keine Ahnung, wann die mit Maulwurfhügeln anfangen. Nee, ich glaube einfach, dass es mehr Maulwürfe gibt als früher. Als letztes Jahr. Ja, also so. Weil ich glaube, die waren auch gefährdet oder sowas, weil die halt so als Pest auch gejagt wurden. Weiß nur, Und dass vielleicht. Maulwürfe in zwei Ebenen graben können und dann unterschiedliche Bewegungen machen, weil ich habe nämlich Maulwurf mal in so ein Kartenspiel verballert und da habe ich vorher Paper gelesen und die hier bauen zweilagig sozusagen. Und wenn es schwierig wird, dann machen sie Grabbewegungen und wenn es immer oberen Bodenschicht ist, dann können sie noch so Schwimmbewegungen machen, um sich fortzubewegen. Ja, ich hab mal einen Maulwurf gefangen, zufällig. Wie zufällig? Das So war in dem Loch gegriffen, oh, da ist einer drin. Ja, so ungefähr. Also, Ups. das war irgendwie in der Schulzeit. Zufällig einen Maulwurf gefangen. Und wir waren so im Park und haben da gesoffen, was wir waren so, keine Ahnung, 16, 17 oder sowas. Wir waren im Park, haben gesoffen. Und dann ist halt irgendwie so, und da war so eine Mauer und dann ist so was Kleines da so lang gehuscht und wir dachten, eine Maus und ich dachte so, ich fange die und habe sie gefangen und dann war es keine Maus, sondern es war ein Maulwurf. Und das war, da habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben einen lebenden Maulwurf gesehen. Also ich glaube, das war auch das letzte Mal bis jetzt.
Oh Gott, und der war so groß und der war so niedlich und der war so weich. Also er war so unglaublich weich und dann ist er immer, dann hatte ich ihn so und dann ist er mir immer in den Pulli so rein und ist dann so den Pulli lang. Und dann habe ich ihn irgendwann wieder ausgesetzt in so ein Blumenbeet und dann hat er sich so eingegraben und dann hat, wirklich wie im Comic und dann konntest du in der Erde so sehen, wo er sich so langgräbt, weil die Erde sich so bewegt hat. Es war wie im Comic. Ja, deswegen halt, ja, habe ich tatsächlich quasi zufällig einen Maulwurf gefangen. Ja, Maulwürfe sind Toll, wirklich eigentlich. total niedlich. Ja. Zu klein. Ja, das war wohl ein kleiner Baby-Maulwurf. Oder Vielleicht, ich weiß die gar nicht, dort die werden werden schon schon ein bisschen größer, größer, ja. wahrscheinlich, was mega vergraben. In meinem Pulli und dann saß er so. Ja, das war so niedlich. Also wahrscheinlich hat er richtig Angst und es war voll uncool für ihn, aber. Naja. Ja, also Eine Maulwürfe, Retrospektive, aber ja, es war wie war es niedlich. in den, ja, die letzten 2 Moment, als ich 16 war, habe ich meinen Maulwurf gefangen. Was habe ich denn mit 16 so gemacht? Ja, aber wir haben ja auch Inhalte recherchiert, ne? Ja. Also falls irgendwas mit Meer und Ozean noch machen, weil im Meer gibt es keine Maulwürfe. Da gibt es zwar Hügel, aber keine Maulwürfe, oder? Wissen wir das genau? Nein, wir wissen, dass wir nichts wissen. Es gibt im Meer auch Hügel, aber die sind sehr, sehr, sehr breit. Was denn? Aber Aber. die Riesenasseln graben doch auch Burrows. Die haben Höhlen. Also okay, die haben keine Maulwurfshöhlen. Aber ich habe doch in dem Artikel, den wir auf Plötzlich Wissen haben, diesen Laserpointer auf dem Arsch von der Riesenassel. Ja. Das Gift, wie sie sich so, man spürt schon, wie sie denkt, ihr seid so scheiße. Ich gehe in meine Höhle zurück und irgendein Wissenschaftler hält ihr noch so einen Laserpointer dahin, um halt herauszufinden, wie groß die ist oder so. Ja, also ich meine, es gibt im Meer schon einige Viecher, die Sich eingraben, graben. ja. Ja. Aber ich Maulwurfartige. weiß nicht, ob sie so Tunnel, weil ich glaube, das funktioniert halt unter Wasser wahrscheinlich nicht so in dem Ausmaß, weil das wahrscheinlich dann durch den Wasserdruck zusammenbricht. Aber kleine, so diese kleinen Aale, weißt du, die immer so rausgucken, machen die nicht so Schleimauskleidung in ihre kleinen Kann Röhrchen? sein, aber ich glaube, was weißt du, so, aber so ein krasses Tunnelsystem wie bei Ja. Maulwurf, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber halt so Wohntunnel und sowas gibt es auf jeden Fall. Ja, ich kann ja mal anfangen. Ja, finde ich Ja, toll. warte, ich mache Ich mal bin gerade ein bisschen auf. vorbereitet. Nee, ich habe, also ja, aber da brauche ich jetzt gerade gar nichts, das ist nur erzählen. Ach so, So, ja, wir mache können ich ja aber wieder zurück. erstmal erklären, was wir so tun. Nee, Überraschung, nein, Überraschung. Wollte schon Sachen zeigen Also, hier. gar Es kein gab Fall. tatsächlich außer permanent nur schlechte Nachrichten in den Nachrichten weltweit auch eine ganz gute, die aber so ein bisschen untergegangen ist, aus Gründen von anderen Nachrichten. Und da hat die UN ein Plastikabkommen beschlossen, also um Plastikmüll zu reduzieren. Und da haben 173 Länder zugestimmt und das ist ganz schön krass. Also das ist quasi das größte und krasseste umwelttechnische Abkommen seit der Pariser Konferenz. Klimaabkommen. Ja. Und Krass. genau, und sie haben sich auch also quasi darauf geeinigt, dass es gab 2 Vorschläge. Es gab auch Vorschläge, sich um Müll im Meer zu kümmern. Das abgelehnt und das wurde, und der natürlich viel besser ist, dass man sich wirklich den ganzen Lebenszyklus des Plastiks widmet. Produktions zum Recycling, zum Lebensende des Plastiks und dass man da ansetzt, also eben zu reduzieren, Alternativen finden. Und ich glaube aber, es gibt da jetzt noch nichts richtig Schriftliches. Also die haben sich jetzt eine 2-Jahres-Frist gesetzt, um jetzt Euer Empfang ist total schlecht. Du zu hast immer wieder kriegen. Aussetzer, Stabil. Julia. Hallo, seid ihr noch da? André, Ja. uns? Soll ich mal aus Discord rausgehen, weil wir haben ja euer Problem Ja, fast geh, gelöst. ja, okay, Ja, wieder mach so. mal. Danke. Oh, ja. Ist es schon besser? Ja, jetzt ist es besser. Okay. Also es ging Schön, bergab mit schön. dem, als Julia was erzählte von gute Nachrichten. Es gab ein Abkommen und dann wurde es immer schlechter.
Super. Wir streamen heute ein bisschen länger. Wir wiederholen einfach alles so dreimal. Es gab ein UN-Abkommen zum Thema Plastik, das 173 Länder dem zugestimmt haben. Die haben jetzt 2 Jahre Zeit, um eben jetzt quasi was zu verschriftlichen, was die Ziele sind. Und sie haben sich darauf geeinigt, dass wirklich, dass sie auf den Lebenszyklus von Plastik gucken. Also jetzt nicht nur mit, oh, wir versuchen Plastik aus der Umwelt rauszukriegen, sondern wirklich, ja, wir versuchen was mit der Plastikproduktion, was gibt es für Alternativen, wie können wir das reduzieren, also wirklich da an der Quelle anzusetzen, was sehr cool ist. Aber so wie ich das jetzt immer so gelesen habe in den Nachrichten, bezieht sich das, glaube ich, hauptsächlich auf Single-Use-Plastik, also auf Einwegplastik. Und was natürlich auch interessant war, war, dass sie vor allem auch einen Fokus oder Recognition, also dass sie auch die Waste-Picker in den Fokus nehmen und die auch wertschätzen, weil es eben so ist, dass in vielen Ländern wie in Afrika oder in Asien gibt es eben die Waste-Picker. Das heißt, das sind Leute, die halt wirklich durch den Müll gehen und die Sachen, die man noch recyceln kann, da rausziehen. Also auch übrigens durch unseren Müll, weil wir schicken den Müll eben auch in diese Länder, wo dann eben die Waste-Picker das noch verwertbare Material rausholen und meistens eben sehr schlecht bezahlt sind und dann einen sehr harten Job machen. Und die sind auf jeden Fall auch, da ist auch ein Fokus auf denen bei dem Abkommen, was ungewöhnlich ist, dass mal solche Leute nicht vergessen werden. Also das ist sehr, sehr cool. Okay, schön. Und es ging halt eben auch, dass die Plastikproduktion halt eben auch ein wichtiger Faktor ist, weil sie eben 10-13% des globalen CO2-Ausstoß zu verantworten hat. Und deswegen ist das eben auch wichtig, was die Klimaveränderung betrifft. Das waren die Kurznews. Das ist mal gut. Ja. Ich habe noch mehr. Ja, willst du jetzt was? Ja, ich könnte zur Abwechslung kurz was machen, aber wir können das ja dann abwechseln. Wir sind ja jetzt so einfach an einem Ort. Ja. Wir können so eins nach dem anderen abhaken. Quasi. Ja. Also nicht ganz abhaken, weil wenn ich, das kennt man ja schon, ich habe irgendein Tier mitgebracht, also nicht irgendein. Irgendein Tier. Ich habe voll eine Trinkernase. Das liegt daran, dass wir richtig guten Weißwein trinken. Wir haben vorher diskutiert, wie das mit dem Licht ist. Naja, das ist immer noch rot. Ja, wir haben. Ja, ist tatsächlich. Ja, das Licht macht mir eine rote Nase. Sie ist nichts rot. Du bist ein Rentier. Wir haben Rudolf. Rudolf! Warte. André, sag mal was zum Licht. Wird es röter oder weniger rot? Ja? Nö. Besser oder schlechter? Habe ich noch rote Nase oder nicht? Du hast keine rote Nase. Julia hatte eine rote Nase. Kann der Chat vielleicht was ausholen? Okay. Wir sind so richtig geil mit der Technik heute, ey. Es ist furchtbar. Aber ich habe uns ein Tier mitgebracht. Und das können wir ja mal vielleicht aufteilen, weil Julia hat ja rote Nase. Julia hat eine rote Nase. Vielleicht dann im Fernsehen, du weißt doch, wie man jetzt Farben über Farben legt, damit es neutralisiert, ne? Ja, das muss so grün drüber machen. Sie, das ja. Doch mal. Ja. Ich habe kein grünes Licht. Das ist ein grünes Post-it oder so. hilft ja nichts. Ich habe uns ein Tier mitgebracht, das so einen richtig geilen Namen hat. Und André weiß es schon, du weißt es jetzt auch schon, ne? Ich habe das schon verraten, welches Tier ich mitbringe, oder? Mm-mm. Ich bin nämlich hierher gekommen und habe mich total darüber gefreut, dass ich Wi-Fi im ICE hatte. Ich habe vorhin erst richtig angefangen mit der Recherche. Ich habe gestern nur Sachen rausgesucht und dann heute Morgen erstmal ordentlich gefrühstückt und dann angefangen, mal was rauszufinden, so genauer. Und bin auf ganz happy News gestoßen, also sehr spannende Dinge, zu einem Kopffüßler, der im Meer wohnt. Und klein. Doch, wirklich? Doch, er wohnt im Meer. Ich weiß. Schwer zu begreifen. Ja, ja. Ein Kopffüßler im Meer. Und er hat seine Behausung, sag ich mal, dabei, die aber nicht permanent, also die ist schon permanent dran. Oh, ich verteile deine Liste jetzt. Papierboot. Genau. Ja, Papierboot. Papierboot. Ich habe auch Paper rausgesucht dafür. Ja. Papierboote. Sind die Viecher, die so aussehen fast wie ein Nautilus,
aber kein Nautilus sind. Gar nicht, Inga, sorry, du kamst rein und hast irgendwas mit Papierbooten gesagt, aber ich habe halt an Papierboote gedacht. Ja, und ich habe den Stream auf Instagram. Deswegen Papierboot da noch rein, aber ja, man muss es halt verstehen. Ne? Ich habe nämlich die Story geteilt und ich habe ein Papierboot. Also ein Papierboot ist ein Tier. So viel habe ich jetzt verstanden. Ja, sehr gut. Das ist voll fies, dass du am anderen Ende der Leitung bist und überhaupt nicht so gut mitraten kannst, jetzt wie wir hier intern schon raten. Entschuldigung. Aber André, ja, Brandenburg. Ja, im Winter, letzten Teil. Ich habe zum Direktvergleich Papierboot gegen Nautilus ein Paper dabei, wo man einfach das mal sich angucken kann. Das ist das habe ich Auftrieb auf Englisch, wie sagt man das denn? Buoyancy. Kannst du mal das Buoyancy aufmachen und auf Seite 2968 gehen, da ist ein Foto. Ja, warte mal. Langsam runter. Ich habe das hier auch auf. Mach das mal groß. Auf Seite hier. Ja, danke. Ja, das ist das Bild, was ich suchte. Weil, damit ihr wisst, wovon wir jetzt hier reden, wir reden von dem linken Tier. Das linke, die nennt man auch Argonaut, was ich ziemlich geil finde. Das ist genau der Astronaut. Oder Aquanaut. Ja. Und rechts sieht man einen Nautilus. Also es sind zwei unterschiedliche Kopffüßlerarten. Die rechte Variante, um die geht es jetzt nicht. Die hat eine harte Schale und auch Hohlkammern sowieso. Also das wächst immer mit bei der, wenn die größer wird. Und dann hat sie luftgefüllte Kammern. Das ist die rechte Variante, das Nautilus-Ding. Und links ist das hier, worum es jetzt geht, nämlich was auch Papierboot auf Deutsch, Trivialname genannt wird. Und das sieht ja so richtig geil schillernd aus, weil es einfach ein Oktopus ist. Und der Oktopus, das ist ein Weibchen. Nur die Weibchen haben so eine schöne Schale. Und die bauen die sich selber und können die auch wieder abwerfen. Also die ist nicht permanent mit dem Körper verbunden. Achso, und da drin, und das ist einfach nur, die ist einfach nur gefaltet und hat jetzt auch 8 Arme, oder wie? Ja, pass auf, Schätzlein, dann machen wir mal. Entschuldigung, ich habe ja Spaß auf. Ja, ich habe dir noch ein Paper mitgebracht und da sieht man dann, wie es innen aussieht. Das ist das Finn 2013 Paper. Ja, das hier. Aber Inga, du hast gemeint, die bauen das selber. Du meinst damit nicht selber. Also die bauen das nicht. Die setzen sich das nicht zusammen aus den Sachen, sondern das aus ihrem Körper. Wächst. Genau, das ist ein Calcium. Calcium, ich habe hier auch Notizen gemacht. Die benutzen eine andere Calciumart als diese Nautilus-Dinger. Und wenn man bei dem Ding weiter nach unten scrollt, und es tut mir leid, das habe ich mir jetzt nicht so richtig geil notiert, auf welcher Seite, bei das, was du eben aufgemacht hast, ja, da sieht man. Ja, da sieht man den Oktopus, aber den wollte ich eigentlich noch gar nicht. Es gibt auch einen Querschnitt, wie der da drin hängt. Aber da. Ja, da, danke. Das sieht lustig aus. Da kannst du sehen, was der Hakeln macht. Aber kann er die da auch wieder rausholen? Oder ja, der kann. Nee, also der hält die fest in der Position. Also es sind die Weibchen, die Männchen. Es gibt Geschlechtsdimorphismus, das heißt, die Männchen sind viel, viel kleiner als die Weibchen. 600 Mal leichter und 8 Mal kleiner, habe ich gelernt. Es ist wie beim Anglerfisch, ja. Ja, oder wie beim, wie heißt er nochmal auf Deutsch? Wie heißt er auf Englisch? Blanket Octopus. Ah, Löcher Octopus heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Ja, es gibt verschiedene. Ja. Vielleicht der. Das ist auch das Weibchen ganz riesig und das Männchen ganz klein. Ja, dieses Weibchen, das relativ, also es gibt Exemplare, die bis zu 50 Zentimeter lang werden und die halten diese Schale fest und wenn du wieder weiter nach oben gehst, da wo du schon eben in diesem Paper, André, weiter nach oben gehst, da waren Männchen versus, genau, Weibchen und links ist das Weibchen zu sehen. Und da sieht man, ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie äußere weibliche Geschlechtsorgane, so im mittleren Bereich. Das ist deine Assoziation. Sofort, ja. Wir kennen uns aus. Das sind die Teile, das sind Drüsen, mit denen die diese Schale produzieren, mit der sie dann rumschwimmen und wo auch die Eier drin aufbewahrt werden. Und was die auch
zum Auftrieb benutzen. Was finde ich mega krass, weil die bauen sich diese Schale und man sieht in dem anderen Paper, wenn du jetzt wieder zurückspringst, das war andere Paper, wo wir dieses Vergleichsfoto hatten. Das ist eigentlich ein Paper darüber, wie die weiblichen Papierboote in einen Schwebezustand kommen. Denn man hat Versuche mit denen gemacht, um herauszufinden, wie die in der Wassersäule stehen können. Und die haben einen gewissen Auftrieb und den holen die sich dadurch, dass sie Luft einspeichern unter ihrer Schale. Und die Luft, die bekommen sie, wenn die da rausgemacht wird von Fiesen, indem die nach oben an die Wasseroberfläche schwimmen und das da reintun. Was ich, solange das Bild hier noch besteht, warum diese Schale jetzt so bunt ist, das liegt daran, dass diese weiblich genital aussehenden Hauten mit den Drüsen, aus denen die diese Calciumschale bauen, die haben die einfach über ihre Schale geschwungen. Und bei den Oktopussen, die können ja Farbveränderungen machen. Das heißt, das ist gerade der aktuelle Farbstand. So, die hatte Bock, sich so anzuziehen sozusagen. Die hätte aber auch in der nächsten Sekunde anders aussehen können mit ihrer Schale. Die Schale ist eigentlich nur weiß. Und wenn du weiter nach unten gehst in dem Paper, ja, dann sieht man diesen Prozess, den haben die sich da ordentlich aufgebaut, da. Wie die sich das Wasser in die Schale schaufeln, sozusagen. Die Luft meinst du? Ja, Luft natürlich. Ja, ich meine Luft. Ich meine Luft und sage Wasser. Aber ich meine Luft. Dafür ja, ich haben gehe wir mal das näher. Ja, das wäre mega schlau. Woher wissen die das? Ja, weiß ich nicht, weil das kluge Tiere sind einfach. Und, wahrscheinlich ist es Instinkt, ne? Aber es ist trotzdem ab. Ich meine. Ja. Und das können die natürlich erst ab einer gewissen Größe, weil die müssen ja erst ein bisschen größer werden, damit sie überhaupt so eine große Schale bauen können. Kurze Frage, ja. Bei den Bildern, also bei den rechten Fotos, ist da die Haut jetzt nicht drüber? Oder nee, genau. Okay. Nee, die Haut muss nicht drüber sein, das machen die ab und zu, machen sie nicht immer. Okay, okay, sie hat jetzt gerade nicht ihre Haut über die Schale gezogen und deswegen ist die weiß, alles klar. Ja. Abgefahren. Ja, das ist ja so ein bisschen dieses... durchsichtig. Ja, ja. Ist ganz dünn. Deswegen heißt es Papierboot. Also genau. Das andere ist Perlboot in einem trivialen Namen. Wir haben das Bild, was wir uns eben angeguckt hatten, war Papierboot gegen Perlboot. Und Perlboot, weil es so eine harte Schale hat, die auch dem Druck irgendwann wahrscheinlich nicht mehr standhält, keine Ahnung. Also die können ja schon zerquetscht werden, die lagern, also die Perlboote jetzt, ne? Während die da hier ihren Luftstand ganz gut regulieren können, weil die keine festen Kammern haben. Und die schließen das ab mit ihren zwei Dorsalarmen oben und schließen dadurch die Luft ein und tauchen ab auf die Wassertiefe, wo sie den perfekten Auftrieb haben und dann einfach nur noch in der Horizontalen schwimmen. Das ist in der Wassersäule sind es etwa die ersten 10 Meter, die oberen 10 Meter, in denen man die findet. Fragen? Okay. Ja, wofür machen sie das? Wofür sie das machen? Also hat es irgendwas mit dem Eierling zu tun? Ja, man vermutet, zum einen werden da die Eier aufbewahrt in dieser Hülle mit und zum anderen können sie da sich durch den Ozean treiben lassen und auch Männchen finden. Die bilden sogar teilweise, es gibt 4 Arten, die es momentan gibt von denen. Und manche von denen bilden auch Ketten, sodass mehrere Weibchen sich zusammentun und dann durch die Wassersäule gleiten. Und dadurch, dass die Männchen so klein sind, haben die dann eine größere Chance für die Befruchtung. Halten sie sich dann an den Zitaten? Ich glaube, ja. So wie Otter. Aber nicht mehr ohne Otter. Ja. Ich finde die mal richtig, richtig schön. Ja, die sind wirklich hübsch. Meine ich habe noch Fresse. Mehr Bilder. Okay. Die sind super, super hübsch. In dem Filmpaper da von 2013, dem anderen, sind auch verschiedene Arten zu sehen und die Verbreitungsgebiete. Das ist nicht im Nee, finden 2013 daneben, da rechts daneben der Tab. Ja, da. Da wollte ich warum ich mich so damit. Nee, lass nochmal. Der Vergleich Männchen-Weibchen. Ja. Also, ich habe mir da mal was notiert, ne? Ich habe vorhin schon richtig Spaß gehabt in der Bahn. Man kann hier auch ein Scale-Bar sehen, ne? Hier 20 mm, hier 5 mm. Ja. Also wegen des Größenunterschiedes. Cool. Das Männchen hat eine richtig. Danke, dass du es. Das hätte ich nicht schöner sagen können. Also, hat sich so gelohnt, nach Bremen zu kommen, allein um diesen Ball mir hinzulegen. Ja, das Männchen hat da so eine Verlängerung. Das ist, das treibt durchs Meer und wenn es ein Weibchen findet, dann wird der Penisarm abgestoßen und findet autark
zum Weibchen und befruchtet das Weibchen, hängt sich an den Mantel dran. Aha. Und warte, ich habe ja. Der Penisarm entwickelt sich unter dem linken Auge in einer Tasche. Falls ihr mal wissen wollt, wo der Penisarm bei anderen zu finden ist. Finde ich. Das ist eingerollt, auch bei anderen Oktopussen, wenn die so einen eingerollten Arm haben, dann ist das schon ein Männchen. Ja, und unter dem linken Auge. Ganz schön. Achso, ja, man kann es hier so ein bisschen erahnen, ne? Achso, wir haben auch Fotos vom linken Penisarm. Ja, wir haben auch Fotos. Nee, du kannst es da nicht erahnen, sondern es ist dieser richtig fette Tentakel da. Ja, nee, ja, aber das ist vom linken, unterm linken Auge entspringt, das meine ich. Ja, genau. Ja, danke, die Maus hilft. Mhm. Ja. Ja, und das hier, ja, das ist schon... Ah, es ist schön hier. Ja. Schade, dass du nicht da bist, André. Ja, finde ich auch. Nicht so einen Dialog. Wir fahren einfach jetzt immer reihum, besuchen uns gegenseitig, damit wir so ein Zweier gegen einer. Es ist fast so, als wären wir jetzt mit Podium. Wir könnten diesmal sogar gegen André was spielen. Ja. Man dachte früher, also man kennt diese Papierboote schon seit Aristoteles. Der hat das auch schon richtig erkannt, dass das Oktopusse eigentlich sind. Aber man hat dann in späteren Jahrhunderten, wenn die an Land, wenn man die am Strand findet und da dann auch noch so ein Weibchen dranhängt oder drin hängt, haben die immer gedacht, die Leute, die das gefunden haben, das kann ja gar nicht wahr sein. Es muss ein viel schöneres Tier geben, das da drin wohnt. Und man hat noch bis ins 19. Die dachten, diese glänzende Hülle, diese schillernde, gehört zu einem anderen Tier und die Oktopusse haben sich da nur reingeschlichen. Ja, wahrscheinlich haben die den Einhörnern oder so. Das muss was Sphärischeres sein als ein Glibbertier. Und man hat noch bis ins 19. Jahrhundert in wissenschaftlichen Abhandlungen darüber geschrieben. Ich habe, das ist, glaube ich, auch in diesem Paper oder in einem von den anderen, was ich dir geschickt habe. Ah ja, das ist, glaube ich, in dem Lee-Paper, das hast du noch nicht angemacht, ne? Ja, ich mache immer nur Sachen an, wenn du es mir sagst. Ja, machst du mal bitte Lee, ja. Das links daneben. Ich glaube nämlich, das ist das, wo man das Bild sieht. Ja, weiter runter. Noch weiter, da. Das sind die alten Zeichnungen gewesen, die man in den wissenschaftlichen Abhandlungen gemacht, reingezeichnet hat, weil man dachte, dass die so durch das Meer segeln, nämlich indem sie so eine Art... Ach so, jetzt check ich's gerade. Ja, ich hab's ja in der B-Zeichnung sieht man das ganz gut, als hätten die so Segel, als würden sie ihre Tentakeln, die oberen, als Segel verwenden. Das ist, und deswegen heißt es auch Boot. Deswegen ja, Boot. Genau. Yes. Ach so, ja, das muss ja so sein, weil... diese Schale ist ja so geformt, das wäre ja blöd, wenn da Wasser drin wäre. Also. Jo. Wie geil. Ja. Ja, ne? Schick sieht das aus. Findest du, glaubst du, dass du jetzt weniger rote Nase hast? Ja, einfach das Licht so generell besser. Ist das Licht jetzt besser? Bisschen. Und weniger rote Nase. Immer noch, aber. Bisschen, ja. Wir werden heute nicht. Naja, gut. Also so hat man früher gedacht, dass sie sich fortbewegen und das hat man bis ins 19. Jahrhundert auch so weiterverbreitet in den Büchern. Und die Befruchtung, jetzt wieder zurück zum anderen Paper, läuft halt über diesen umgebildeten Arm, der sich ja abtrennt von dem kleinen Männchen, das man vermutet, dass es danach stirbt. Hat zwar noch keiner gesehen, aber man findet immer nur Arme und diese Arme... Überall Penisse, keine. Ja, aber Moment, ja, eigentlich schon. Aber wir haben früher gedacht, wenn die so ein Weibchen gefunden haben, die sammeln diese Penisse in der Manteltasche. Die können, also Weibchen können mehrfach befruchtet werden. Ja. Und die haben, wenn sie solche Penisse gefunden haben, gedacht, dass das gar keine Penisse sind, sondern Fadenwürmer. Ah ja, stimmt, das hat man öfter mal gedacht. Ja. Ja.
So. Okay, ja. Ja. Also ist tragisch, oder? Tragisch. Schon ein bisschen für. Nee, ja. Ja. Wenn ja. Das verwechselt wird mit einem Fadenwurm. Sein Glied. Ja, scheiße. Aber gut, funktioniert ja trotzdem die Fortpflanzung. Und wenn du ein Foto vom Penis sehen möchtest, musst du auf Seite 178 gehen. Und vorher kommt auch noch ein Foto vom Männchen, wenn du willst. Ja. Auf Seite 150. Ja, einfach weiter runter. 150? Das ist nochmal der abgetrennte Penis. Guck mal, stopp. Das ist der abgetrennte Penis, so wie er gefunden wird, teilweise. Okay. Da ist das Spermatozoenreservoir dran und die Suckers. Ja, die Sucker. Alte Sucker. Alles richtig geil mit dieser Snackplatte hier. Mhm. Und ich fühle mich auch besser, weil ich den Kohlrabi nicht mehr esse. Okay, und das so hier, also wo soll ich hinscrollen? Da. Für ja, nee, da kannst du noch sehen, dass es unterschiedliche, und die unterschiedlichen Arten haben unterschiedliche Art, diese, also die Weibchen machen unterschiedliche Formen von okay. den Papierbooten, aber noch weiter runter. Das ist übrigens der Schnabel und die Radula dazu. Was ist die Radula? Einer, die Raspelzunge. Ah. Gibt es bei Schnecken auch, Molluskental-Thema. Mhm. Jetzt habe ich ein Foto. Und da, ja, jetzt hast du ein Foto von einem, ich glaube, das ist das Männchen da, ja. Ja, ja, das ist auch mit dem, ja. Mit dem dicken Arm. Mit dem Arm. Bitte scrollen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. 10 Millimeter. Ja. Okay, die sind wirklich nicht klein, sehr ne? groß, ja. Auch Laufpower fragt, ob das nicht häufig oder sogar immer so bei Geschlechtsdimorphismus ist, dass die Männchen nur zur Fortpflanzung da sind und später nicht mehr gebraucht werden? Das kann Sag mal, du als Biologin. Ich kann jetzt spontan nicht beantworten, weil natürlich fallen mir jetzt immer nur Beispiele ein, wo das so ist. Ja. Ich meine, das Ding ist, bei Oktopussen ist es ja so, dass die, also die Weibchen sterben ja auch nach der Fortpflanzung, also nachdem die Eier quasi geschlüpft sind. Oh, echt? Ja, ist eigentlich bei ich glaube, bei allen Arten so, dass die dann die Eier ausbrüten über mehrere Monate und nicht mehr fressen und dann sterben. Und die sterben dann so halt zu dem Zeitpunkt ungefähr, wenn die Eier schlüpfen. Und ja, und die Männchen sterben in der Regel auch nach der Befruchtung. Also die leben dann wahrscheinlich auch noch so ein paar Monate oder sowas, ein, zwei Monate und sterben dann auch. Ist irgendwie so ein bisschen Verschwendung irgendwie, ne? Aber ja. Erhaltung aber der Art gut. über allem. Ja, aber warum muss denn das Männchen sterben? Also warum müssen sie alle sterben? Also ich meine, das Weibchen, okay, das bewacht halt die Eier und wenn es irgendwie zum Jagen gehen würde, dann wären die Eier unbewacht. Okay, weißt du, so das kann ich irgendwie den Sinn nachvollziehen, aber das Männchen, das ist ja, das befruchtet ja nur und verpisst sich dann. Also vor allem frage ich mich halt auch, das Männchen trennt seinen Penis ab, um dem Weibchen nicht zu nahe zu kommen, damit es nicht gefressen wird. Und dann stirbt es aber trotzdem danach. Also so, dann ist es irgendwie, also das machen auch mehrere Oktopusarten, dieses mit dem Arm abtrennen, damit die eben nicht gefressen werden. Lieber Arm ab als Arm dran. Ja genau, aber dann stirbst du eben einen Monat später. Also irgendwie, naja, das ist halt einen Monat mehr. Aber ja, das frage ich mich. Ja, ich frage mehr Fragen als Antworten, ja. Das ist Wissenschaft. Ja, aber ich meine, aber Geschlechtsdimorphismus ist doch einfach nur, dass ein unterschiedlich, ja, dass ein unterschiedlich groß ist. Ich meine, das ist ja bei Menschen auch so. Das meistens, ja. Aber ich weiß nicht, ob das bei uns schon als Geschlechtsdimorphismus zählt. Ich glaube, das muss krasser sein. Eher, als ob das erst mal ein krasseren. Ich glaube, es muss krasser sein. Es gibt noch ein extra nur Penisbild auf Seite 178. Wenn du willst. 178. Ich habe hier halt andere Seitenzahlen. Ne? Ach so, ja, sorry. Einfach weiter, du wirst es sehen. 78. Hier. Zu weit war das schon? Ja. Genau.
Also, nee, Entschuldigung, ich muss hier gerade. Nee, Geschlechtsdimorphismus ist einfach, dass Männchen und Weibchen unterschiedlich ausschauen. Und das ist sehr, sehr oft der Fall. Und da sind die Männchen nicht unbedingt immer nur zu Fortpflanzung. Und da zählen wir Menschen auch dazu. Okay, das sind Penisse. Richtig. Ja. Falls du schon mal rausgeprügelt worden sind aus den Eierstöcken. So. Ja, es schaut echt ein bisschen aus wie Würmer. Ja, Fadenwürmer. Daher kommt diese Assoziation, ist es aber nicht. Ja, aber man kann es nachvollziehen. Ja, man versteht, warum das Leute so denken. Und auch lange dachten. Also, ja. Was ich noch herausgefunden habe, ist, da habe ich dir aber das Paper nicht mehr zugeschickt, weil ich es nicht mehr selber gelesen habe, sondern ich habe nur die Vorstufe sozusagen, nicht nur so Headline-mäßig gelesen, dass die gerne mal Quallen fressen, und sich dann da also in der Nähe der Quallen abhängen und die Mundwerkzeuge der Quallen nutzen, um selber planktonisches Futter aus dem Meer zu fischen. Wie sie das genau machen, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich das nur rudimentär angerissen habe. Ich habe aber ein schönes Bild, das ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil ich es dir nicht geschickt habe. Sie benutzen die Quallen, um sich Plankton aus dem Meer zu. Ja, weil die Mundwerkzeuge von den Quallen, die beißen da irgendwie an der richtigen Stelle ein Loch in die Qualle und dann saugen die da durch oder so. Siehst du das? So, André, soll ich dir das Paper noch schicken? Schick's mir. Ja, okay, schicke ich Dann dir mal. gucken wir es uns Du sollst an. also. Natürlich. Warte, Wenn du da sehe es, aber witziges ich verstehe Bildmaterial es zu auch hast, ich nicht. meine, wir haben. Wir sind jetzt eh im Chat stand schon, Horsti finde ich sehr schön. Heute ist die Hentai-Episode. Alles mit Tentakeln und Penissen. Was? Was denn Henta? Hentai. Hentai? Was ist das? Das ist nur japanische. Japanische Porno-Anime würde ich es bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das die richtige. Ja, so hätte ich es auch bezeichnet. Ja, dann ist ja interessant. Ich muss kurz gucken, wie das Paper heißt. Ich habe nämlich die nicht unbeschriftet, so kompetent, wie ich auf den letzten Minuten im ICE immer sein kann. Aber coming up, Herr Lampe. Ja. Ohne Kommentar, ohne Kommentar. Bitte schön, wirst du nie wiederfinden, außer für heute. Und das können wir uns dann zusammen angucken, weil ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur Bilder gesehen, die ich interessant fand, und ich habe mal die Headline gelesen, und zu mir bin ich nicht gekommen, kann ich so sagen. Und in der Zwischenzeit, wie es bei dir irgendwann ankommt, Es ist kommst du an? angekommen. Sehr schön. Erzähle ich noch was darüber, was die fressen? Denn die fressen planktonische Schnecken und kleine Fische. Und manchmal auch planktonische Kleinkrebse, also was sie so kriegen kann an Plankton. Die Weibchen, die Männchen sowieso, die sind ja selber fast Plankton. Sorry. Und Nee, fressen eben auch. mich stört das nicht. Genau, So, hier habe ich noch ein vergesellschaften sich Paper. Quallen, fressen Quallen und werden selber von Knochenfischen und Meeressäugern und Seevögeln gefressen. Das Bild, André. Ja. Ja, dafür müsste man noch den Rest vom Paper natürlich lesen. Aber schön ist es, oder? Hier steckt eine Qualle halt an dem Oktopus dran. Ja, Alles aber klar. die steckt da, glaube ich, die ist es nicht freiwillig. Deswegen, es ist nicht freiwillig. Ja, Vielleicht ich versuche die nimmst du mal Bildbeschreibung die mal Qualle vorzulesen. und wedelst so rum, dass ein viel Plankton in der Qualle hängen bleibt, und dann frisst sie Sie einfach. es um und Nee, ich glaube, die beißt das sich Bild durch ist. den, oben durch den, also ich weiß nicht, ob es so ist, das muss ich nachlesen, aber ich glaube, sie beißt sich bis zum Mageninhalt und saugt das dann aus, weil die Qualle kriegt ja das Plankton viel geiler zusammengewedelt. Ja. So. Geil. Einfach aus dem Magen direkt. Ja, direkt. Oh. Heiß auf die Oh Qualle. mein Gott. Das ist so eine Art Smoothie. Ja. Ja, Und was kann der man noch sagen? saugt direkt aus dem Magen, abgefahren. Ja, so habe ich das im Überfliegen auch verstanden. Es gibt nur super wenig Fossilberichte von denen. Ich erinnere mich, mein Großvater hat Fossilien gesammelt, und dann gab es immer Ammoniten, die sehen ja auch ein bisschen so aus. Stimmt. Ja. Aber die sind noch runder, oder? Ja, die sind eher so komplett wie im Kreis. Ich hatte sogar welche, und mir sind die auch mal auf den Fuß gefallen. Ammoniten sagt mir auch nichts. Das sieht so aus wie das, aber ist tot und versteinert.
Seeigel. Nee, ich vergesse immer, wie sie heißen. Aber das ist auch, die sind zu lang und dann hast du quasi den Hinterkopf, der vorne rauskommt. Ja, warte mal, Julia, ich mach mal größer. Ja, vielleicht war es der Chat, ich vergesse immer, wie sie heißen. Ich kann auch mal kurz gucken hier, Ammoniten. Ja, das ist schwer. Ich hatte so ein Zeug auch als Briefbeschwerer früher, in meiner Kindheit. Das ist auf jeden Fall, also falls hier mal ein Einbrecher kommt. Damit kann man alle... Das kann man sich neben das Bett stellen, also man bedenkt. Ah, okay, versteinert, ja. Also... Versteinert, ja, genau. Okay. Ist es ein Trilobit? Und siehst du so... Ja, ich glaube, das könnte sein, das ist ein Trilobit. Hier unten siehst du... Eben, dass das so runde Röhren sind. Die Trilobiten sind die aussehen, die Röhren sind die aussehen. Ja. Genau, und hier kannst du auch die... Schön. Ah, die kann man quasi. Genau. Deswegen, ich muss es abstellen, es ist echt schwer. Das Ding wiegt, ich weiß nicht, 5 Kilo oder so. Nein, nicht 5 Kilo, aber 3. Ja, 2, 3 werden schon sein, ja. Da ist der Käse dran. Das hat sich das Tier auch vor einer Million von Jahren nicht gedacht. Ja, also wenig Fossilien gefunden. Die sind eigentlich unterwegs in warmen, also in tropischen und gemäßigten Meeren. Mhm. Das ist so niedlich. Ich finde, das ist die niedlichste Zeichnung, die ich in einem Paper bisher gesehen habe. Das ist echt süß. Ja. Und höchste geografische Breite war 42 Grad Nord, was daran lag, dass sie verdriftet worden sind mit Südwestwinden und Driftströmung. Und auch mit der globalen Erwärmung wird jetzt erwartet, dass sie auch schon ein bisschen weiter nördlich ziehen. Das große Papierboot ist die Art, die auch im Mittelmeer vorkommt. Und die wurden schon als Römer bei Sichtungen als gutes Omen bei den Seefahrern gewertet. Ja. Das ist Wo ist meine... der 42. Breitengrad? Das ist noch nördlich von Schottland, oder? Hysterisches kleines Lachen von mir. Was weiß ich? Ich habe Frage. Wo ist der 42. Breitengrad? Ich bin da so selten. Ich weiß es nicht. Warte mal Google Earth an. Ja, warte. Ich mache Google Earth an. Ich war nach Greenwich Mean Time oder sowas. Ich habe auch das Paper, wo vorhin der Vergleich Papierboot gegen Perlboot war. Das ist ein Paper, wo sie eine Art auf der Müllhalleninsel von Singapur gefunden haben. Und zwar das erste Mal, es war aber auch nur ein einziges Exemplar. Man weiß nicht, ob das da natürlichen Ortes hingekommen ist. Da waren alle so mega excited, als sie einen Strandspaziergang Sammelsgedöns gemacht haben. Dann haben sie dieses eine Papierboot da. Es war ein ganzes Paper wert. Man hat eigentlich nur so ein Kind, das ist verloren. Ja, krass. Spielzeug. Achso, das ist. Ich habe jetzt eine Adresse gesucht. Urlaub das ist gebracht, ja. Dann geschmissen auch Mutti. Sind da keine Breiten gerade drei gezeichnet? Nee. Oh, schönste Wanderung der Welt. André, wir können auch mal so eine Reise um die Welt machen. Dazu fällt mir ein, bei Google Earth hat auch Sylvia Earle die Blue Spots eingestellt. Die haben wir auch noch gar nicht besucht, ne? Nee. Ich weiß jetzt, wie sie heißen, diese versteinerten Dinger, die ich habe. Ja? Orthoceras. Ah, ganz klar. Das bedeutet gerades Horn, griechisch. Cool. Und so sahen die ungefähr aus. Ja, man kann es, glaube ich, erkennen, ja. Ja. Sieht ein bisschen aus wie so ein Hut, so ein Partyhut mit Salzstangen. Ja. Der zeigt mir aber hier keine. Zeigt er mir. Ja, okay, dann ist es bei Google Earth irgendwie kacke. Dann ist es doch bestimmt bei Google Maps besser. Das schaut echt cool aus, ne? Aber weißt du was, André? Du kannst in dem Paper einfach weiter gucken, weil da sind die Verbreitungsregionen. Dann müsste das so indirekt, kannst du es dann bestimmt finden. Hier, oder ja, was? In dem Finn 13. Ja, genau. Wenn man weitergeht, das hast du... Ja. Ah, okay. Und da... Bis zum 49. Gut, das heißt, ach so, nach oben wird es mehr?
Ja, genau. Null ist da bis 49. Das ist also ja hier bei uns, ne? Ja, fast Nordsee, ne? Also Ärmelkanal oder so vielleicht. Ja. Auf jeden Fall ist es auch nur eine Art. Und wir sind jetzt gerade bei einer von den vier Arten. Die haben unterschiedliche Verbreitungsgebiete, aber alle warme Meere. Also ja, hier Und da sieht unten man ist dann. es besonders krass. So. Ja, Australiens Ende. So. Ja, Feierabend. Ja. Okay, Google kann wieder aus. Jo. Da war ich. Ja. Weil, ja, genau. Wenn du weiter runter gehst, dann siehst du, dass die Art, die bei uns auch vor, also bei uns in Europa im Mittelmeer vorkommt, das ist das große Papierboot, das ist die größte Art. Die Die kommt, kommt hier glaube jetzt ich, als gleich. vorletzte. Kommt noch. Mein Gott, was ist das für ein langes Ding? Das ist die Abhandlung. Es gibt nicht richtig viel, aber ich bin froh, ich habe dieses Ding hier gefunden. Warte, war das hier schon? Du bist zu schnell. Nee. Weiß nicht, ob du jetzt drüber warst. Ich verstehe gerade die Scroll-Richtung nicht. Ich scrolle nach unten. Ja, du hattest eben noch einen, das war dann da drüber. Das, was ich gerade, ja, muss wieder hoch. Jetzt bist du bei den Quellen. Ja, da war das. Das ist das doch im Mittelmeer auch. Ja, das ist das große Papierboot, Argonauta Argo. Und wenn du jetzt müh nach unten gehst, siehst du die Verbreitung bei der Weltkarte. Bei der Weltkarte, Okay, also genau. ja, da Und da geht's siehst auch du das bis ins Mittelmeer. Mittelmeer. Ja, okay. Ja. Und das ist auch eine gechillte Art, die geht auch rund um Australien. Die sagen sich nicht so, ja, jetzt hier Ende. Das ist eine quasi, Jetzt wir mal gehen ja wieder. nur ins richtig kalte Wasser, nicht und beim Rest. Das ist ihnen egal. Ja, Horst hier sagt im Chat nördliches Spanien für den Breitengrad. Marseille Ah, liegt auf danke. dem 43. Breitengrad. Ich habe auch echt, also Karten Ich und habe auch so. keine Ahnung von beiden Graden. Aber Ich wir habe es haben. leider wieder vergessen, aber ich hatte etwas mit USD oder so. Ich musste immer so viele geografische Koordinaten eingeben, dass ich sie ganz gut wusste, aber jetzt nicht mehr. Damals vor Damals, sechs ja. Jahren. Ja. Bis dann her. Ja, das war mein heutiger Beitrag. Tier des Tages sozusagen. Mega, das Tier. Papierboot. Hab ich noch nie gehört, Papierboot. Und auch Ich hatte Perlboot für den auch Nautilus nicht. habe ich noch Ja. nie gehört. Kann ich nur sehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo André das Bild hergenommen hat. Egal. Was? Wir haben gerade in unserem eigenen Stream gesehen, dass du ein schönes Bild vom Dugong da reingehauen Ja, hast, weil wir gucken, welches das Tier ist jetzt am aus schlimmsten Mainz. Ach, aus Mainz. Mainz, wie es lebt und lebt. Genau, Mainz bleibt Mainz. von unserer, was war es? War es die zweite Tour? Ja, das Mainzer Marktfrühstück habe ich noch in lebhafter Ja. Erinnerung. Ja. Das war geil. 2017 waren wir Gott. mit Plötzlich Wissen, als man noch unter Leute gehen konnte, waren wir in Mainz. Erst in Heilbronn und dann in Mainz. Ja, Und da haben wir damals. das am Rhein aufgenommen, dieses Bild. Das war so schwer. War das mit diesem Typen? Ja, mit Flavor Flex. Mit Flavor Flex. Wir haben am Rheinufer einen Typen kennengelernt, der sich als Flavor Flex vorgestellt hat. Na, er hat gesagt, er möchte gerne sich Flavor Flex in seinen Genau Personalausweis so rum, schreiben lassen. ja. Als Künstlername, ja. Und er hat noch einen Instagram-Kanal, glaube ich. Muss ich mal gucken, ob der noch. Nee, oder Twitter? Weißt du das noch? Instagram. Instagram. Ja, Oh, die Algen. Algen. Lauchpower. Lauchpower hat sich Algen-Content gewünscht. Die Algen. Warte, ich mach noch mal groß. Die Algen. Eigentlich Cyanobakterien. Ja, ich habe die gestern umgeschüttet, also frisches Wasser gegeben, frisches Futter. Sie verhalten sich gerade ein bisschen seltsam. Sonst davor waren die eigentlich immer alle an der Oberfläche und jetzt bilden die quasi so kleine, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so kleine Klümpchen und ja, liegen so Ist rum. total schwer zu erkennen. Ja, okay. Naja, aber sie leben noch. Wenn ich schüttle, ist es einfach grün. Magic. Und ich glaube, im Sommer geht es ihnen dann wieder besser. Ich glaube. Die haben so eine kleine Winterdepression. Ja, das glaube ich auch. Ist auch kalt. Oh.
prepare for your old age. Ja, wir haben es nicht einfach. Nein, ich glaube, im Sommer geht es ihm wieder besser. Aber sie leben noch. Also, Flavor Flex hat seit einem Jahr nichts mehr gepostet. Hm. Kann ich euch sagen. Was sehr schade ist, weil wir waren noch bei ihm sogar zum Geburtstag in der Kneipe. Ja. Ja, stimmt. Später an dem Abend, ne? Und wir sprechen, weil das im Chat kam, wir sprechen über, na, wo bin ich denn? Wir sprechen über hier das Bild, wo mein Mauszeiger ist, rechts, da unten, weil Julia und Inga ja zusammen sind, habe ich das eine Kamerabild ausgetauscht mit einem Bild vom Dugong. Und da hat Inga gefragt, wo hast du das Bild her? Und das ist einfach von aus den Plötzlich-Wissen-Fotos habe ich das, ein Dugong-Bild gesucht und das ist wirklich schön. Ja, damals war er noch jung. Ich habe ihn letzte Woche als Dreijährigen verkauft, damit die Kinder sich nicht so alt fühlen. Aber er ist eigentlich schon älter. Ja, ja, eigentlich ist er schon richtig alt. Boah, von 2015. Der ist schon 6. 7. 7. Also, ja, bald. Oder er wird 7. Mhm. Müssen wir Geburtstag feiern. Mhm. Müssen Geburtstagsedition machen. Alles rund um den Dugong. Wir wollten auch noch Dugong-Fortpflanzungsvideos mal gucken. Stimmt. Wo wir... Wir haben noch einiges zu tun. Ja. Oh, in der Biologie, da geht es auch immer nur um Sex. Evolution oder um Furzen. Ja, so, ne, hier, ich erinnere nur an, ne, die zweite Liebeshöhle. Ich werde schon wieder vergessen. André in seiner Liebeshöhle. Ja, genau. Ich sehe jetzt auch erst im Chat, sagt Horsti, ich dachte, das wäre linke Schleichwerbung. Jetzt fällt mir auch erst auf, dass hinter dem Dugong ein Schriftzug auf der Bank zu sehen ist. Ja, was steht da? Das ist mir nicht aufgefallen. Aber so ist es ja eigentlich, all cops are Dugongs. Ja, all cops are Dugongs. Und Dugongs sind ganz wundervolle Tiere. Oh ja. Übrigens, ich habe vorhin vom Meeresmuseum in Stralsund erfahren, dass die jetzt ein Wandbild in Originalgröße der Stellerschen Seekuh haben. Ah, das hast du schon mal erzählt. Nee, die haben sich Plastiken gekauft von allen möglichen, aber dass sie ein Gemälde quasi haben, das ist neu. Ah, okay. Ich dachte, das ist schon. Nee, das von dem Gemälde. Vom Gemälde wusste ich noch nichts. Müssen wir mal wieder hin. Ja. Stralsund war auch wirklich schön irgendwie. Mhm. Ja. Ja. Und da gibt es das Meer. Mhm. Und die älteste Kneipe. Und die älteste Kneipe. Du warst gerade auf den Kanaren. Das ist schon einen Monat her. Ich bin schon vor einem Monat zurückgekommen. Ich bin am 6. Februar zurückgekommen. Ich habe schon seit einem Monat das Meer nicht mehr gesehen. Das ist ein bisschen tragisch. Aber ich könnte ja morgen nach Delmenhorst nochmal schnell. Anni. Ist nicht so um die Ecke hier. Nee, also eigentlich in deutsche Bucht. Alles zu weit weg. Bremen liegt auch nicht so optimal. Na, Lauchpower schlägt gerade ein Zuseher-Innentreffen in Stralsund vor. Oh ja, ein Zuseher-Innentreffen in Stralsund finde ich gut. In der ältesten Kneipe. Ja. Da, wo die Leute den Dugong erkennen, weil sie Joko und Klaas gesehen haben. Mitten in der Nacht. Mit DJ von Joko und Klaas. Das war so geil. Ja. Das war auch 2017, ne? Meine Fresse. Wir wollten nicht sentimental werden, aber ich könnte den Christian mal fragen. Den haben wir doch auch damals in der Kneipe da kennengelernt. Mit dem bin ich noch auf Facebook befreundet. Der war in irgendwas Behördlichem. Ja, du erinnerst, du bist ja auch nach Hause gegangen. André und ich waren länger da. Da gibt es noch Fotos von. Echt? Ich glaube, auf Insta. Ja. Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Ich kann wirklich daran erinnern. Wirklich nicht. Als ich. ja, aber damit sind wir doch aus dem ersten Teil schon durch, dann, oder? Haben wir noch was? Hast du noch was? Inga, du hast mir auch Videos geschickt. Wolltest du dazu vielleicht noch was sagen? Ach. Oder? Nee, die habe ich dir nur geschickt, weil ich gedacht habe, dass ich vielleicht jemanden frage, wie das Tier schwimmt. Und dann habe ich noch zwei Beispiele daraus gezogen von Japanern,
Das eine ist im Aquarium hier. Ich weiß nicht wo, weil ich. Aber dann machen wir das doch mal an, weil ich fand die so großartig, damit man die da mal sehen kann. Sehr, sehr niedlich. Man sieht da den Schnabelbereich, der schwarze Punkt in der Mitte, nicht das Auge. Das schaut so aus, als ob sie so machen. Ja. 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 Und verzweifelt saugt es sich am Glas fest. Lass mich hier raus. Ja, es sieht irgendwie ein bisschen panisch aus. Also jetzt. Ja, es ist bestimmt auch panisch. Muss man sich mal vorstellen. Bist du eingesperrt in so ein Aquarium, kommst nicht raus und versuchst dich schon farblich anzupassen an die Hintergründe und trotzdem wirst du noch beobachtet. Doch kacke. Ja, sieht krass aus. Und das andere Video ist von einem Tauchgang gewesen, ne? Ja, genau. Aber ich glaube, hier sieht man auch, wie die Häute, die diese Schale produzieren, über die Schale drüber gestülpt werden. Ja. Ja, das sieht man tatsächlich, ja, da so. Mhm. Ab wann kriegen sie die Schale eigentlich? Ich glaube, die Weibchen produzieren die relativ zügig, sind aber am Anfang sehr klein und deswegen wächst die Schale mit der Größe des Tieres so. Und wenn sie noch klein sind, dann sind sie in Zooplankton und können, also die Männchen sind sowieso relativ tief im Meer, weil sie kleiner sind und treiben dann ab, ich weiß nicht, wie die hochkommen, wahrscheinlich nur einmal in ihrem Leben die mega Kraftanstrengung, ich muss 10 Minuten, ja genau. Ja, schau mal, da ist das doch an der Oberfläche. Ja, ja, weil die ja diesen tollen Auftrieb sich da generieren können, das ist ja auch wieder das clevere Weibchen. Nicht, dass die Männchen nicht so klug sind, das möchte ich damit gar nicht sagen. Die sind nur weiter unten, weil sie kleiner sind und keinen Auftrieb haben. Aber wenn die Weibchen jung sind, dann haben die auch noch nicht die Schale und schwimmen auch viel tiefer, weil sie auch noch keinen Auftrieb so richtig haben, weil die Schale zu klein ist. Okay. Ja, verzweifelt beim Luftholen hier. Oh. Weiß nicht, vielleicht ist es auch von irgendeinem Experiment, wo sie die Luft rausgelassen haben. Das muss auch ein bisschen gemein. Sieht echt abgefahren aus. Ja. Da kann man jetzt auch wieder die Haut darüber sehen, irgendwie. Ja, ja. Schillert so schön. Sehr hübsch. Mhm. Ja. Ja, das ist das, was ich euch heute sagen wollte. Extrem großes Auge, ne? Mhm. Danke, Inga. Sehr schön. Gerne, André. Immer wieder gerne. Danke für das schöne Dugong-Bild. Bitte. Oh, Olaf. Olaf, not the Snowman ist da. Moin, Olaf. Du hast die Papierboote-Session verpasst. Aber hier schwimmen sie noch ein bisschen. Ach so, hier wird, Laufpower hat noch eine gute Frage gestellt, wie das Schwimmen wahrscheinlich Rückstoß. Pumpen, ja, Rückstoß, genau, die pumpen durch, wie heißt das, Siphon? Ja. Ja. Wasser durch ihr Siphon, das an der Seite ist. Und dann, das ist das Rückstoßprinzip. Deswegen sieht man auch, als das geschwommen hat vorhin, es hat so ein bisschen so einen Pump. Man sieht so ein bisschen eine, ich weiß nicht, wenn du noch mal ein bisschen zurückspulst, André. Ne, noch ein bisschen, glaube ich. Da konnte man das so ein bisschen so diesen Pump bewegen, so ein bisschen sehen. Da, ja. Da kann man das so ein bisschen sehen, dass das so. Ja. Olaf, das sind Papierboote. Papierboote sind Oktopusse mit Schale, die sie sich selbst bauen. Und die Schale gibt es aber nur bei den Weibchen. Aber eigentlich, dass sie sich selbst bauen, das ist ja eigentlich jedes Tier, das eine Schale hat, baut sich selbst. Außer wenn du ein kleiner Oktopus bist und lieber in eine Muschelschale umziehst. Ja. Zur Sicherheit. Ja. Für die Safety-Fans. Das stimmt. Ja. Auch gerne, ja. Das sind also ich dachte, du hast meinen Blick. Ich dachte, nee, ja. Doch. Nein. Grüße an deinen Vater. Es ist ein sehr schöner, sehr leckerer Wein. Kommt aus Bayern? Der Wein? Ja. Nee. Rheingau. Aus dem Rheingau. Aus dem Rheingau. Asche.
André, du verpasst was. Ja! Offensichtlich! Vor allem den Kohlrabi. Ja, der Kohlrabi ist richtig gut. Wir haben noch 2 Stück. Aber ich habe das ein dummes Gefühl, dass ich davon irgendwann aufstoßen muss. Und naja, Kohlrabi halt. Also, ich habe auch noch 2 Sachen mitgebracht. Yay! Fangen wir mal mit dem, ich weiß nicht, ist es jetzt auch nicht so richtig schlecht, aber fangen wir mal mit der, ich hatte das, glaube ich, als WWF-Map geschickt, André. Die genau. Whale Superhighways. Genau. Und zwar hat der WWF gerade diese Karte veröffentlicht. Und da haben sie eben alle Daten, die sie kriegen konnten, von Satellitentags, die an verschiedene Walarten angebracht waren, haben die zusammengetragen von, ich glaube, über 50 verschiedenen Wissenschaftlern oder Wissenschaftsprojekten und haben dann diese, Karte konstruiert. Und ich meine, das ist ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so mega spektakulär, aber ich fand die halt schon ziemlich cool zum Angucken. Einfach, also man sieht, wenn du ein bisschen runterscrollst, dann sieht man die verschiedenen Walarten, die da angezeigt werden. Also grün haben wir Finnwale. Ich kann noch mal, weiter reinzoomen. Die bis Bowhead Whale. Das ist der Grönlandhai. Ich habe die extra nachgeguckt, weil ich weiß, dass manchmal auch nicht. Das ist der Grönlandhai. Genau, dann unten sieht man auch die Verbreitung. Ja. Ja, scheiße, der Grönland war. Die Haiforscherin, es ist alles ein Hai. Am Ende. Den Grönlandhai gibt es auch. Ja. Genau, unten kann man auch sehen, dass der Grönlandwal sich halt auch so. Grönlandwal hier? Ja. Bewegt. Genau, Finnwale sind ziemlich weit verbreitet. Dann haben wir Grauwale, sind auch haben kein wirklich großes Verbreitungsgebiet, also für Wale. Ne? Also so Alaska und Russland, China rum. Dann der Nordatlantische Kappa. Aha. North Atlantic Right Whale. Der Atlantische Nordkappa. In Südafrika haben sie mir erklärt, dass das Right Whale heißt, weil die Wale halt sehr viel Blubber haben, also sehr lukrativ sind, wenn man sie fängt, also weil du willst ja diesen energiereichen Blubber. Und dass das deswegen der richtige Wal ist. Also, wenn man reich werden will, dass daher der Name kommt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das wurde mir erklärt. Aber in Südafrika gibt es nicht den North Atlantic Right Whale, da gibt es den Southern. Okay. Genau. Aber auf Deutsch ist es der Atlantische Nordkapper. Den habe ich noch nie gehört als Name für einen Wal. Man kennt so vieles nicht. Dann die Buckelwale, die gibt es quasi überall. Wie Sand am Meer. Mhm. Und hier ist auch schon. Genau, und das ist der, genau, das ist der Südkapper. Der hält sich dann halt eher südlich, in temperate südlichen Gewässern, also so nicht zu warm, nicht zu kalt. Der Pottwal gibt es auch überall und die Blauwale gibt es auch überall, aber nicht, halt so, nicht viele. So viele. Genau, das fand ich auch ganz gut, dass sie da die Populationsdichte zahlen. Ja, genau. Also 5.000 bis 15.000, nicht so viel. Und ja, die Humpbacks sind die Buckelwale mit den meisten, mit was waren es? 350.000. Ja, ich schmeiß mal die Karte als Link in den Chat. Link in den Chat, ja. Genau. Entschuldigung. Dicke Finger. wo ist er denn, der Chat? Da ist der Chat. Der Chat empfiehlt Olaf, er soll bitte weiter nach vorne für Penisarm-Content. Ja. Mach's einfach später. Bringt immer Spaß, egal wann du es dir anschaust. Ja, mach mal die Karte nochmal wieder, also ein bisschen kleiner, genau. Weil kurz, genau, nämlich der Nordatlantische Kapper ist halt auch, deswegen hast du es wahrscheinlich vielleicht auch noch nie gehört, ist halt super endangered, das gibt nur noch 350 Stück von denen. Oh ja, krass. Also. Oh ja, krass. Also das ist da auch die krasseste, glaube ich, die krasseste Zahl. Genau, und die jeder Wal hat halt eine Farbe und auf der Map kannst du dann eben so sehen, wo die sich wo die so entlang schwimmen. Oh cool, ja, man muss auch wirklich reinzoomen, damit man da
viel also Details. Also sind halt die Bewegungen von einzelnen Wahlen, die getrackt wurden drin. Und das ist halt schon krass, also weil es einem nochmal verdeutlicht, was die für Strecken schwimmen und wie sie halt sich auch einfach über das ganze Meer verteilen. Und deswegen kannst du halt eben auch Wahlschutz nicht irgendwie an einem Ort machen, weil die halt nicht an einem Ort sind. Ja, das ist richtig krass. Ja, oh, kannst du mal gucken bei Teneriffa und Gran Canaria, also Kanaren, was da so eingezeichnet ist? Danke. Ja, ich glaube, es sind nur die Buckelwale, glaube ich. Ja, nee. Welche Farbe ist das? Humpback Whales, ja. Orange. Link, ja, doch, Buckelwale. Ja. Aber das heißt, also, das sind ja quasi nur die Daten, die sie hatten. Das heißt ja nicht, dass die da nichts sind. Mhm. Aber vielleicht, also, vielleicht wurde keiner. Ja, was war ja. Grün? Grün war. Achso, Finnenwale, die ja. ins Mittelmeer gekommen sind, da. Und ich meine, zum Beispiel hier in der Nordsee oder sowas ist ja auch gar nichts, aber da sind ja auch manchmal warm. Ja, kein Tracking halt. Genau, also sind ja nur die Wale, die da. Das müssen wir mal mit Mondfischen machen. Ich weiß nicht, ob es da viel Tracking-Data gibt. Nein, gibt es nicht. Aber ja, Mondfische werden ja vernachlässigt, wie wir wissen. Genau, und jetzt haben die diese coole Karte gemacht, eben einfach um ja, zu zeigen, was hat man für Daten, das ist das mal zu visualisieren. Genau, und sie hatten dann auch in ihrem Artikel, hatten sie noch geschrieben, dass halt, aber das, naja, obwohl, genau, sie hatten geschrieben, dass pro Jahr ungefähr 300.000 Wale, also Walartige, also dazu zählen eben auch Zahnwale, also Delfine, Orcas, Pilotwale, genau, 300.000 im Jahr in verenden, weil sie sich in Fishing-Netz, ja, Fischerei-Equipment verheddern, genau. Was ich eine extrem hohe Zahl fand. Also ja. Vor allem auch, wenn du, aber deswegen weißt du, Delfine und so gehören auch dazu, weil wenn du nämlich die Walpopulationenzahlen ansiehst, dann wäre das so, ja, aber das ist doch nach 2 Jahren alles weg. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, woher die Zahl kommt. Also ich denke mal, dass das Hochrechnungen sind. Mhm. Genau, aber Delfine gibt es ja noch dann doch, glaube ich, einige mehr. Genau, dann, was wir jetzt gerade auch gesehen haben, also 6 von 13 Walarten, die es gibt, sind mittlerweile gefährdet. Also knapp die Hälfte. Und dann fand ich noch eine Zahl ziemlich krass, dass also bezogen auf die Kappa, also ich glaube die nördlichen und die südlichen, dass 86% der quasi jemals untersuchten Kappa mindestens einmal in Fischereiequipment verwickelt waren. Oh, oh heftig. Ja, also ich meine, ja, also ich meine, teilweise ja, das, also siehst du das wahrscheinlich an den Narben oder sie haben es halt noch dran ja. Oder ich meine, Menschen machen das ja manchmal auch weg und so. Aber das fand ich eine ziemlich krasse Zahl. Ja. Genau. Genau. Das war es auch schon. Huh. Was haltet ihr von einem kleinen Pinkelpäuschen? Fantastisch. Kann man machen. Kann man machen. Dann machen wir mal eine kleine 5-Minuten-Pause und dann sind wir zurück. Machen wir. Alles klar. Alles klar. Liebe Menschen, guckt euch die Wahlkarte an. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Tschö. Bis gleich. Ja, hallöchen. Da bin ich wieder. Wie man sieht... sind Inga und Julia leider gerade nicht da, weil ich habe gerade die Nachricht bekommen, Internet ist down, wir versuchen es gerade zu fixen. Tja, dann ist es halt so, ne? Kann man jetzt auch nur schwierig was machen. Leider. Ich könnte euch ein bisschen was in der Zwischenzeit, während wir versuchen zu warten, was über Schiffe erklären. Ich muss nur mal gerade gucken, weil wenn die Kameras, wenn die Damen gerade nicht da sind, dann sind alle unsere Kameras verrutscht, fürchte ich. Ich gehe mal auf Show. Ja, hallo. Muss so ein bisschen über den Rand gucken. Ich glaube, ich kann das auch umschalten. Moment.
Ich wollte euch ein bisschen was erzählen, während wir hoffentlich eine Nachricht bekommen aus Bremen über deutsche Forschungsschiffe. Es gibt nämlich eine neue oder eine vernünftige Auflistung der deutschen Forschungsschiffe bei dem KDM, dem Konsortium Deutsche Meeresforschung. Da schmeiße ich auch mal gerade den Link in den Chat. Oh ja, und Fockaffe holt sich einen Rotwein aus dem Kühlschrank. Zeit, den Rotwein. Die meisten Rotweine sollte man aus dem Kühlschrank rausholen, oder? Aber ich habe auch wenig Ahnung von Rotwein, das muss ich zugeben. Es gibt eine schöne Übersicht über alle deutschen Forschungsschiffe und das sind eine Menge. Ich meine, so Polarstern, Sonne und sowas kennt man vielleicht dann noch. Die haben mir auch was gesagt, aber ganz, ganz viele kannte ich hier nicht. Und auf der KDM-Seite gibt es auch eine Einsatzkarte, die ist live, wird mir hier angezeigt. Ja, also da können wir hier mal gucken, wo sind denn gerade welche Schiffe? Anscheinend haben wir hier in Rostock gerade zwei liegen. Elisabeth M. Brogese. Und da oben haben wir die Solea. Und man kann halt hier rauszoomen und schauen, wo sind sie denn? Und hier haben wir auch noch eins. Und hier unten ist die Polarstern. Und Meteor befindet sich gerade hier in Südafrika und die Sonne auch. So hat man eine Übersichtskarte und gerade hier oben an der Nordsee sind natürlich die vielen kleineren und die wollen wir uns mal gerade kurz angucken. Also es gibt halt. Oh, da wollte ich eigentlich auf mehr klicken. Leider. Okay, also es gibt halt diese Alcor, Aiter, Clupea, die Deneb, Elisabeth Mann, Borghese, Heinecke. Lotorina, Ludwig Prandtl, Maria S. Merian. Die habe ich auch mal tatsächlich gesehen, als sie irgendwo als sie irgendwo in Kiel, glaube ich, lag oder sowas. Die Meteor, Maya 2, Polarfuchs. Habe ich noch nie von vorher gehört. Oh, und da sind. Da seid ihr wieder. Hallo! Ja, Stunden später. Stunden später, ne? Das Internet hat passend zur Pause ausgesetzt. Ja, es Ja. hatte auch eine Pause. Ja. Jeder Internet in muss mal Bremen. Pause machen. Dafür haben wir den Kurabi beendet, ohne jemanden Lärm zu belästigen. Ich fand das Knuspern jetzt wirklich nicht schlimm. Aber ihr Daran seid wieder bestimmt. da. Das ist wundervoll. Ja. Was hast du in der Zwischenzeit alles erreicht? In der Zwischenzeit habe ich davon erzählt, dass ihr plötzlich weg wart, habe den Leuten allen Hallo gesagt. Und hab mal die Übersichtsseite der deutschen Forschungsschiffe auf der KDM-Seite gepostet und wir sind einmal so ein bisschen über die Welt gegangen und ich habe gerade vorgelesen, was wir denn alles für viele Forschungsschiffe haben, weil echt, ich wusste nicht, dass wir so viele haben. Ja, aber viele sind auch nicht so groß. Und wenn es die Bundeswehr wäre, würde ich sagen, viele sind auch gar nicht funktionsfähig. Aber das weiß ich bei Forschungsschiffen nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich war auch, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, die eine, das eine ist wahrscheinlich da, auf dem ich mal war, aber nur so ein Tag. Also, ja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall die, wie heißt sie, Maria S. Merian auch schon mal irgendwie, ich glaube, in Kiel gesehen habe. Die habe ich mir auch mal angeschaut, genau. Die lag auch mal in Bremen, da habe ich sie besucht. Das sind Aber ist nicht die, Eisbrecher. wie heißt es denn in Geesthacht? Da haben die doch den kleinen, da war ich doch schon drauf. Ging her. Ich habe die Sonnendingsbums schon gesehen. Die war doch mal in Hamburg, als ich an der Die Elbe Sonne. war. Die Sonne, Ja, genau. die Sonnendingsbums. Wo Die ist denn Geesthacht. Gestacht? Quasi in Hamburg. An der Elbe. Ludwig Prandtl? Ja, das ist sie, danke. Ja, guck mal, Ja. liegt sogar in Geesthacht gerade. Ja. Der Dugong war schon da. Wir haben da eine Lesung gemacht und haben uns Seevögel beobachtet von der Ludwig Prandtl aus. Und die ist oft in der Ostsee. Und macht da irgendwelche Vogelzählungen und so. Ja, genau, die Schiffe, ja, die Schiffe haben quasi so bestimmte Gebiete, in denen sie sich bewegen. Also die Polarstern ist halt immer entweder in der Arktis oder Antarktis, Ja, also je die nachdem. Polarstern ist gerade hier. Ja, weil da ist Sommer.
Und bei uns ist Winter. Die ist immer in der Sommerzeit im Kalten. Ah. Also halt da in dem arktischen Sommer ist sie da oder also ist in der Antarktis. Also sie ist immer im arktischen oder in der antarktischen Sommer. Also sie ist immer da, wo es warm ist. Ja. Ja, warm. Ja. Also genau. Wir haben Winter, also es ist auf der Südhalbkugel wärmer, deswegen ist sie auf der Südhalbkugel, weil wenn... Es geht gar nicht um Wärme, es geht um Licht. Ja. Okay. Da ist Licht, weil sonst ist natürlich in der Arktis oder Antarktis ist es halt dunkel im Winter. Ja, und hier also die Sonne und die Meteor sind gerade in Südafrika. Das ist Uruguay und Chile. Südamerika. Ja, Entschuldigung, ja, Südamerika, ja, danke. Ein Chatty, doch, jetzt. Ah, okay, und die Merian ist da bei ja. Den Kanaren, oder? Ja. Oh, holy shit, aber sie ist noch nicht da. Hatte ich euch erzählt, dass ich so eine Theorie zum Thema Kokain und Kanaren habe und jedes Jahr eigentlich darauf warte, dass sie irgendwie... da Koks finden und dieses Jahr haben sie es tatsächlich geschafft und es kam direkt von Lateinamerika und da haben sie so ein Fischerboot gefunden vor Teneriffa und haben es in Teneriffa in den Hafen geschleppt und haben da Razzia gemacht und haben richtig viel Kokain gefunden und meine Freundin, die da auf Gran Canaria wohnt, hat mir es sofort weitergeleitet. Sie so, ja, es ist wirklich so. Weil wir denken eigentlich immer, in dem Ort, in dem sie wohnt, müsste ganz viel zu finden sein. Warum? Weil das so abgelegen ist. Da funktioniert das Telefon funktioniert nicht, der Hafen ist nicht einsehbar, es ist total ruhig, es ist ein Biosphärenreservat, da passiert halt nichts. Mhm. So. Und tatsächlich haben die dann 14 Tage, nachdem sie dieses Koksschiff haben hochgehen lassen, haben sie den größten Dealerring von Gran Canaria hochgenommen. Mhm. Und weitere 3 Wochen später haben sie dann Kokspakete am Strand gefunden. Ja, die Azoren sind da auch halt so ein Punkt. Und da gibt es so eine Story, ich habe die irgendwie mal... Oh, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich die gelesen habe, aber da war auch irgendwie ein Typ, der da auch mit dem Segelboot rüber ist und halt auch ganz viel Koks geladen hatte und dann irgendwie war sein Schiff kaputt, er musste es irgendwie reparieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dann, glaube ich, die Küstenwache schon ein bisschen interessiert an ihm und dann hat er halt irgendwie das Koks versenkt. Natürlich in der Hoffnung, dass er das später halt wiederholen kann, aber irgendwie ist das kaputt gegangen, hat irgendwie nicht funktioniert und dann hat es wohl auch die ganzen Pakete an den Strand gespült und dann gibt es quasi die Stories, dass diese ganze Insel, alle hatten halt Koks, also es wurde dann auch übertrieben mit irgendwie, dass die Omas mit Koks gebacken haben, anstatt mit Mehl, ja, also einfach alle waren irgendwie, es wurden wohl auch ganz viele Leute ganz schlimm koksabhängig, also es war nicht so, ja, also irgendwie war das wohl sehr extrem und dann ging es irgendwie um die Geschichte und diesen Dealer habe ich vergessen. Wie es mit dem weiterging. Ach, ich kann mir immer so Details nicht merken, aber ich kann mir merken, dass die ganze Insel koksabhängig war. Oh Mann. ja, wie sind wir denn? Ah ja, Forschungsschiff. Forschungsschiffe, also, genau. Auf der Seite vom KDM kann man mal schön stöbern, weil da wusste ich auch nicht, was ich, wie viele von diesen kleinen es gibt, die halt eher hier näher. In Nord- und Ostsee halt die ganze Zeit herumoperieren, sage ich jetzt mal. Aber Julia, du hast auch Sachen mir geschickt, die ich öffnen soll. Und es geht um was Unterwasserstationen. Und das finde ich so mega interessant. Geht um Proteus. Proteus? Soll ich direkt mal Proteus anmachen? Ja, kannst du anmachen. Also, ja, die Seite ist halt nett gemacht irgendwie. Kannst du gleich mal runterscrollen. Aber ja, auf jeden Fall hat Fabienne Cousteau. Also Fabienne, genau, eine Enkel von Herr Cousteau. Genau. Genau, der. Wir trinken Weißwein aus Frankreich. Ja, aus Rheingau. Oh Gott, es Rheingau. Ich trinke. Können wir bitte den Stream nachher nicht uploaden weiter? Also einfach nur die zweite Hälfte weglassen und sagen, wir hatten ein technisches Problem. Nee, können wir. Du kannst ja auspiepsen. Ich kann das ich regel das im Schnitt. Wir regeln das. Du regelst das. Okay. Fabienne Cousteau, genau, der Enkel von Jacques Cousteau.
Der will jetzt Proteus TM bauen. Ja, und zwar TM. TM ist ja irgendwie Trademark. Okay, genau, und zwar eine Unterwasserstation oder ein Unterwasserhabitat. Eine ganz neue Idee, die wir erst so Sylvia Earl davor hatten. Genau, also genau, keine neue Idee, aber er will das natürlich einfach alles viel cooler und besser machen. So, ja. Das Marketing, jetzt mit Instagram. genau, und er will nämlich das Ding schon 2025, also in 3 Jahren, vor Curaçao aufbauen, also so ungefähr auch 20 Meter Tiefe. Also wenn du weiter runter scrollst, dann kannst du auch die, wie sagt man die, wie nennt man das hier genau, Prototypbilder sehen. Weil es soll natürlich viel cooler und neuer und größer ja, the werden. Visionary Founder. werden als... die hier, das ist wichtig. Es gibt auch, es gibt auch Philippe Cousteau, ne? Ja. Als Enkel, genau, den habe ich mal getroffen. Da sehe ich, genau. Fabien Cousteau, das ist noch verstritten oder sowas. Ne? Die ganze Familie ist zerstritten und es geht um Erbe und Scheiße, also Geld. Genau, da können wir das mal, genau. Also das ist so eine Powerlocke, wie hieß es noch, Verrückt nach Mary, oder? Das ist die männliche Variante von Verrückt nach Mary, die auf die André gerade, das hast du gerade nicht mitbekommen, hingedeutet hat, auf dem Foto von dem Mann. Ach so, die Sperma-Locke. Genau, da kann man, Ocean Tourism Destination, man kann auch als Tourist reinlanden. Mhm. Ja, so, um das Geld wieder reinzuholen. Ja, natürlich, ja. Weltraumtourismus, also muss es auch Unterwassertourismus geben. Ja. Und da gibt es noch bestimmt den Battle-Weltraumfahrt gegen Tourismus-Unterwasserfahrt. Was ist gefährlicher, spannender und toller? Aber es sind schöne Buzzwords, ne? Sustainable Design, Renewable Power Source und Multipurpose Facility, finde ich mega. Ja, da kannst du halt viele Dinge machen, André. Ja, Multipurpose, Renewable und Sustainable Zeug. Ja, ich glaube, Sustainable Design ist für alles. Ja, ja. Ist die Klammer um alles drumherum. Genau, der Clou ist natürlich an so einem Ding, ist, dass du halt in diesem Proteus mir fällt gerade nicht, wie in diesem Unterwasser muss. Diese Unterwasserbasis? Unterwasserbasis, dass du halt den gleichen Druck hast, wie draußen der Wasserdruck ist. Und dadurch kannst du halt immer da bleiben und musst nicht lange warten, bis du tauchen gehst. Genau, und du kannst halt super lange tauchen, du kannst die ganze Zeit rausgehen, tauchen, kannst längere Tauchgänge machen, kannst viel tiefer tauchen, weil du diese Dekompressionsstops nicht machen musst. Das heißt, du kannst dann plötzlich auf 70 Meter runtergehen und da 2 Stunden bleiben und sowas. Und dadurch hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten und du kannst halt auch aus dieser Station raus halt Sachen beobachten, stundenlang. Gerade bei was so Verhaltensforschung oder sowas anbelangt, ist das halt super, weil du sonst eben immer nur so begrenzte Zeit unter Wasser sein kannst und du auch nur, keine Ahnung, ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen krassen Tag machst oder so, dann kannst du vielleicht 4 Tauchgänge machen, 2 Stunden, wenn es krass ist. Mhm. Weißt du, wie tief die sein soll? 20 Meter. Okay. Ungefähr, habe ich so verstanden. Aber das sind schon 3 Bar Wasserdruck, oder? Ist 1 Bar pro 10 Meter, oder? Ja, also 3, ne? Weil normale Atmosphäre hat 1 Bar, oder? Frag mich das bitte einfach nicht. Ja, oder sonst, ich bin Zeug. Kohlrabi macht das Denken schwer. Ich glaube auch. Sind es 1 Bar pro 10 Meter oder sind es 10 Bar pro 10 Meter? Ich guck mal. Nee, ich glaube, es sind 1 Bar pro 10 Meter. Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall es ist, ordentlicher Druck. Und dann ist auch die Luft in der, machen die Atmosphäre unter demselben Druck? Das ist abgefahren. Ja, genau. Unter demselben Druck, wie das Wasser eben hat. Und es ist aber auch, das wird irgendwie, ich glaube, mit Helium gemischt, die Luft. Also weil, und weniger Sauerstoff. Ja. Oh, attraktiv. Genau, und weil das funktioniert eben nicht, weil du eben diesen Sauerstoffpartialdruck ja trotzdem so haben musst wie an der Wasseroberfläche. Ja.
damit dein Körper funktioniert. Ja, und du müssen, und es muss weniger Stickstoff da sein und deswegen muss ein bisschen was Helium drin sein, irgendwie sowas, oder? Weil der Partialdruck von Stickstoff sonst Sachen macht. Aber das ist auch nur gefährliches Halbwissen, was ich jetzt gerade erzähle. Ja, das, also der Stickstoff ist erst zum Problem, wenn du an die Wasseroberfläche gehst. Weil der sich bei dem Druck in dein Gewebe ablagert. Ja. Und wenn du dann zu schnell hochgehst und der quasi nicht die Zeit hat, langsam raus zu diffundieren, wenn du dann zu schnell an die Oberfläche gehst, dann bilden sich eben diese Kohlensäureblasen in deinem Gewebe und das ist eben diese Taucherkrankheit und machen eben dein Gewebe und dich kaputt. Ja. Und das ist die Taucherkrankheit. Genau. Ja, genau, aber dieses irgendwie diese Gasgemisch, was die da verwenden und so, hat dann halt auch zu Probleme, dass du irgendwie nichts, also ich glaube, zum einen brennt nichts oder es ist, oder du musst aufpassen, dass Dinge zu viel brennen und so. Und irgendwie auch wegen dem Druck und sowas, Wasser kocht halt nicht bei 100 Grad, sondern erst bei, was weiß ich was, 150 oder sowas. Ja, das sind alles dann so Problemchen, die man dann noch hat. Aber war das nicht auch bei diesen, wir hatten noch letztes Jahr, als wir angefangen haben, am Weltfrauentag über Sylvia Öl zu sprechen, die war ja auch in, ich habe schon wieder ganz vergessen, wie die hießen, und danach haben wir ja noch eine Folge über Jacques Cousteau gemacht, der war ja auch schon unten, und die hatten doch irgendwie, ich glaube, es war bei Jacques Cousteau, dass die da unten auch irgendwelche wilden Partys gefeiert haben, auch weil Helium einen so dizzy macht und so. Ich glaube, oder? Helium macht nichts. Nee, Helium ist inert. Das dürfte gar nichts machen. Okay, dann waren es einfach nur so Partys. Also, ich habe irgendwas mit Partys. Ich hab auch noch mal geguckt, weil genau, weil eben Jacques Cousteau hat ja auch schon so Unterwasserhäuser gebaut. Und ich erinnere mich halt an einen Film, wo er in dem Ding drin war und da haben die ganze Zeit geraucht. Ja, stimmt. Boah, ja. Und wir haben uns gedacht, so, boah, ey, Alter, du bist in diesem kleinen Ding. Ja. Du kannst da nicht lüften oder so. Und die quatschen so Fenster auf. Boah, ey, voll ätzend. Und das muss aber dann, weil irgendwie später, der hatte dann nochmal so ein zweites Ding gebaut, ja. Da konnten die nicht mehr rauchen wegen dem Helium, weil, das ja. weil die Kippe nicht mehr brennt. Und da konnten die nicht mehr rauchen. Oh. Und deswegen muss das zwei Koks umgestellt werden. Ja, mussten das zwei verschiedene. Und ich habe diesen Film, wo die geraucht haben, nicht mehr gefunden und habe aber dann einen anderen gesehen, wo sie eben nicht mehr rauchen konnten. Und dann war es auch so geil, weil sie dann diese quasi diese Wasserfläche, weil die können ja immer ins Wasser rein und rausgehen, ne? Mhm. Quasi eine Öffnung und dann sind quasi angezogen vom Licht sind dann diese ganzen kleinen Tiefseefische und sowas hochgeschwommen da und dann hat der eine Typ die halt immer gefangen und einfach gegessen. Das ist so gescheit und meinte so, die sind voll lecker, die schmecken viel besser als die Fische weiter oben und hat sie sich da alle so reingesnackt. So ekel. Was war es? 70er, 80er? Andere Zeit. Die Zeit, als sie doch Delfine ja, eher so 60er, 70er, ja. Das war so in den 60ern. Ja, ich habe halt die Cousteau, ich selber habe halt diese Cousteau-Filme nie gesehen, weil als Kind oder so, ich hab die nie gesehen. Aber ich muss die mir echt eigentlich mal alle so reinziehen, weil es einfach super witzig ist, weil es so ist. Können wir so eine Pyjama-Party-Aktion da draus machen? Wir gucken das alles und dann gucken wir parallel auf den Livestream und wer Bock hat, guckt auch mit. Ja, wir machen eine Watch-Party. Ja, wir machen eine Watch-Party, so eine Cousteau-Watch-Party. Genau. Und sonst, André, hatte ich dir noch so eine Wikipedia-Liste, so eine Wikipedia-Liste geschickt, genau, weil es gibt halt eben, also es gab schon an die 60 von diesen Unterwasserhabitaten, die halt, genau, bei Wikipedia gibt es so eine Liste, also in den 60er Jahren fing das an und wie tief die lagen und bla 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 und ob es die noch gibt oder nicht, genau, und teilweise waren es eben wirklich nur so Gebilde, wo du im Endeffekt so drinstehen konntest, wie das Erste, was man da sieht. Und das Einzige, das es noch gibt momentan aktiv, wenn ich das richtig gelesen habe, ist die Aquarius und die liegt in den Florida Keys und das ist eben das, wo Sylvia Earle auch war. Also das ist nämlich, ich glaube, das Ding ist auch aus den 60ern oder so. Ich schmeiß mal den Link, die Seite auch mal in den Chat, die Liste. Ah, hier genau, die Conchals, die sind von Cousteau. Ja. Genau. Ja. Und ich habe gerade geguckt, wir könnten theoretisch mit Google Earth dahin fahren, weil nämlich Sylvia Earle alle Blue Spots gedingst. Vielleicht hat sie das da auch dabei. Das kann sein, keine Ahnung. Genau, die Leute, die in diesen Dingern wohnen, die heißen Aquanauten, weil wir vorhin die Argonauten hatten und die
Astronauten. Und jetzt haben wir Kosmonauten. Das sind die Aquanauten. Ja, von den Argonauten zu den Aquanauten. Ja, aber auf jeden Fall ist das auch krass, weil das ist halt super eng, ne? Also ich meine, die Leute, die wohnen da irgendwie zu sechs und du hast halt, was weiß ich, was, 12 Quadratmeter oder so, ne? Mit Küche und allem. Das ist schon krass. Ich glaube, André denkt über irgendwas nach oder macht irgendwas. Nein, ich gucke gerade, ob wir, muss ich mal, wenn eine Ruhe da ist. Weil wir können auf Twitch ja tatsächlich auch Watchpartys machen, dass, wenn die Sachen bei Amazon Prime da sind, dass wir das gucken und tatsächlich mit euch zusammen. Aber ich habe jetzt gerade geguckt, ob es da was... ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, aber da muss ich mich nochmal genauer mit beschäftigen. Aber theoretisch geht das tatsächlich. Den Film mit Bill Murray, wo er Jacques Cousteau spielt. Also Tiefseetaucher. Ja, Tiefseetaucher. Ja, ich liebe den. Der ist so geil. Den können wir einfach mal aus Spaß gucken irgendwann. Also ihr spielt nicht Jacques Cousteau. Es ist nein, eine Persiflage an Jacques Cousteau. Aber es ist schon sehr witzig. Okay. Ja. Ich hab jetzt nicht, ich war abgelenkt quasi, ne? Du warst abgelenkt. Von der Watchparty. Mit der Watchparty war ich abgelenkt. Ja, das ist okay. Wir haben einfach mal eine Minute Stille gehabt. Das ist ja auch ganz schön. Und ganz ohne Watchparty mit alten Cousteau-Filmen gucken, finde ich eigentlich nicht. Finde ich auch gut. Da kann man sich auch richtig aufregen, falls sie irgendeinen Riff in die Luft ballern. Ja. Aber ich glaube, es ist auch einfach witzig. Also wie gesagt, ich habe immer nur so ein bisschen reingeguckt bei YouTube. Ja. Aber das ist schon witzig. Ja, wenn die da in der Unterwasserstation quarzen und so, das ist ja auch, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Vor ein paar Jahren bin ich mal in so einem alten, in einer alten Passagiermaschine geflogen. Und das war dann so, da war in den, also sie war wirklich alt und da war, waren die Aschenbecher in den Armlehnen ist das zugeschraubt. Ist das oder ist es André? Das sind wir. Shit. Bitte? Ich kann euch noch sehr gut hören, aber das Bild hängt. Naja, aber wir wünschen uns was. Ja. Oh, ich habe meinen Content jetzt zurück. Hallo? Hallo, hört ihr mich? Inga, Julia, hört ihr mich noch? Hört immer. Ich schreibe Ihnen mal, dass wir Sie noch sehen und hören. Hallo? Anscheinend. Ja, heute ist es mit dem Internet so eine Sache. Oh, die sehen uns, hören uns noch. Ja! Dann ist die André. Okay, und jetzt sind sie weg. Oh Mann, ey. Ja, ein Stream voller Höhen und Tiefen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und jetzt sind sie tatsächlich, nachdem ich sie geschrieben habe, sind sie vollständig weg und eingefroren und jetzt hören wir sie auch nicht mehr. Tja, Jacques Cousteau Watch Party. Ich schreibe es mir mal auf eine Liste. Das wäre doch was für... Okay, und da sind sie tatsächlich komplett weg. Okay. Ich schreibe es mir mal auf eine Liste und versuche das rauszufinden, wie man das genau macht. Weil, also ich weiß, dass es das Konzept bei Twitch mit den Watchpartys gibt, aber ich, da sind auch nicht alle Filme oder Sachen erlaubt oder so. Da muss ich mich mal schlau machen. Wenn einer von euch das weiß, wie das mit der Watchparty genau funktioniert,
Dann kann er ja mal Bescheid sagen, was wir denn da gucken müssen. Aber ich habe jetzt eben auf Amazon Prime auch, weiß nicht, ob es auf Amazon Prime sein muss oder sowas, habe ich jetzt auch nicht direkt die alten Jacques Cousteau-Sachen gefunden. Da, wenn die Söhne oder die Enkel sich immer noch um das Erbe streiten, wird wahrscheinlich niemand diese Rechte an Amazon verkauft haben, sodass man da jetzt eine Watchparty mitmachen muss. Ja, das Internet in Bremen ist wieder kaputt, schreibt Julia gerade. Ja, jetzt sehen und hören wir euch auch nicht mehr. Aber es war lustig, als ihr dann auf eure Handys geguckt habt und feststelltet, dass wir euch noch hören. Und in dem Moment wart ihr dann komplett weg. Das Internet ist wieder kaputt. Ich schreibe mal gerade. Ich würde mal unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer verabschieden. Wenn ihr noch mal reinkommt, dann würden wir uns natürlich alle freuen. Ansonsten sehe ich zu, dass wir einen Sack zumachen. So, genau. Wenn jemand was über die Watchpartys weiß, dann. Ach so, ihr hört mich. Wie schön. Aber ihr seid weg. Gut, wenn jemand was über die Watchpartys weiß, sagt uns Bescheid. Aber ich werde mich ja auch nochmal schlau machen. Der nächste Stream, wir haben irgendwie so ein bisschen geguckt, wann wir den denn machen. Und den nächsten Stream machen wir am 10. April. Also, ja, in einem Monat. So ist es jetzt leider. Es ist wieder ein Sonntag, wieder um 19 Uhr, wie heute auch. Sonntag, 10. April, machen wir den nächsten Livestream. Und ich guck mal gerade. Nee, alles gut. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn er auch vorbeikommt. Und da werden wir bestimmt auch wieder sehr, sehr viel Interessantes aus Ozean und Meeren zu berichten wissen. Ich guck mal, ob ich dann auch wieder ein schönes Experiment habe. Und wir haben auch immer noch A New Beginning, was wir ein bisschen weiterspielen wollen. Wir sind mittlerweile in einem Zeitreise-Hubschrauber ge gelandet. Aber wenn Julia und Inga nicht mitmachen können und ich das alleine rätseln muss, das möchte ich hier niemandem antun. Ich habe mich gefreut, wir haben uns gefreut, dass ihr da wart. Ansonsten, wer noch mehr Lust auf Stream hat, kann man vorher noch Zeug über Wissenschaft lernen. Nächste Woche Dienstag ist auf meinem Kanal twitch.tv/anderelampe. Nächste Woche Dienstag um 20 Uhr ist wieder die Dienstagspolitik. Mittwoch spielen wir Space Haven. Und Donnerstag, also am 10.3., Donnerstag ab 19 Uhr, 19:15 Uhr, kommt auf twitch.tv/anderelampe der Livestream aus der Science Slams aus dem Pheno in Wolfsburg, den ich moderiere, und der wird auch auf meinem Kanal live gestreamt. Wenn ihr darauf Bock habt, gibt's das am Donnerstag, am 10.3. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich am 10.4. hier um 19 Uhr bei Plötzlich Wissen. Habt einen zauberhaften Abend, schön, dass ihr da wart und bis bald.